So, liebe Piraten und Piratinnen, es freut mich sehr, euch hier in Cuxhaven begrüßen zu dürfen, im Namen aller Piraten hier in Cuxhaven. Wir sind besonders stolz, hier unsere Kollegen aus dem Schleswig-Holsteinischen Landtag begrüßen zu dürfen, die berüchtigten 6 Piraten. Auch Kandidaten haben wir hier. Danke an alle, die kommen konnten. Organisiert wurde das Ganze von Gilbert und Hajo. Danke an die beiden. Und dann freue ich mich erstmal auf gute Zusammenarbeit, die wir heute zustande bringen werden. Gut, ich übergebe Gilbert das Wort. Der hat die beiden Erfahrungen im Kopf. Dankeschön. Nicht im Kopf. Okay, also, das mit dem berüchtigten Karten hat er mir schon weggenommen, den Gag, also lasse ich das weg. Ich begrüße euch natürlich auch ganz herzlich, dass ihr hier seid. Ich finde das ganz, ganz toll, dass ihr euch die Zeit nehmt, hier unseren Wahlkampf auch mit dieser Aktion zu unterstützen. Und ich glaube, das ist die größte Wahlkampfveranstaltung, die sich nordwestlich von der Linie Osnabrück-Nienburg befindet. Und das sagt ja auch schon einiges. Gutes. So. Wir haben einen Terminplan heute, der grob gestrickt ist, dass die Fraktion erstmal eine ganz normale Fraktionssitzung abhält, in dem die untereinander ihre Dinge besprechen. Und dann ist um 14 Uhr Mittagspause. Zur Mittagspause, es gibt vorbereitete Menüs. Köpfe schlag mich tot, Fisch sowieso, vegetarisch auch. Und dann um 14.30 Uhr, glaube ich, soll es dann auch bald weitergehen mit der öffentlichen Diskussion. Das heißt also, dass unsere LTW-Kandidaten und auch natürlich unsere Gäste sich in einigen Themen mit dran beteiligen können. Ansonsten, ich glaube, seit unserer letzten LPT, wo wir halt eben die 200 Programme beschlossen haben, ist doch wirklich ein irrer Ruck durch gesamt Niedersachsen gegangen, finde ich. Und ich finde, dass wir wirklich einen Wahnsinnswahlkampf hier hinlegen. Und die 5% sind in Stein gemeißelt und alles, was Plus ist, nehmen wir einfach so mit. Okay, so. Ja, viel Spaß euch und danke auch allen anderen Helfern, die jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm sind. Das ist eine Gemeinschaftsproduktion. Warte, ich glaube, du kannst noch sitzen bleiben. Nee, ich habe mich nicht vorbereitet. Liebe Piraten, vielen Dank für eure Einladung hier nach Niedersachsen. Ich habe mir die Frage gestellt, als wir hergekommen sind, warum kommen wir hierher? Und ich glaube, wir wollen einfach zeigen mit unserer Fraktionssitzung, mit unserer Diskussion, warum das so wichtig ist, dass Piraten auch im Parlament sind und ins Parlament natürlich kommen, in eurem Fall. Und dazu müssen wir natürlich zuerst mal sagen, die Demokratie bei uns ist wirklich in einem erschreckenden Zustand. Die neuesten Umfragen sagen, 79% der Bürger glauben, sie hätten gar keinen Einfluss mehr auf das, was die Regierung macht. 71% halten es für sinnlos, sich in einer Partei zu engagieren. Nur 50% sind mit der Demokratie so, wie sie im Moment funktioniert, zufrieden. Und deswegen werden wir Piraten eigentlich zu einem großen Teil, das sagen auch alle Meinungsumfragen, aus dieser Unzufriedenheit mit der Demokratie, wie sie im Moment funktioniert, herausgebraucht und gewählt, um die etablierte Politik wirklich und ihre Fixierung auf Macht, auf Parteipolitik, auf Personal, auf Privilegien und Geld zu ändern und daran etwas zu ändern. Und wie wir Piraten das machen, das will ich mal an ein paar Punkten an Schleswig-Holstein zeigen. Keine Partei bringt wirklich so viel frischen Wind in den Landtag wie die Piratenpartei. Und das erwarten die Bürger von uns. Es gibt bei uns eben keine Parteisoldaten, die schon seit 10 bis 20 Jahren Funktionäre ihrer Partei sind, wie das bei vielen anderen Parteien der Fall ist. Und es gibt auch mit Ausnahmen wenige Berufspolitiker, die schon ganz lange quasi von der Politik leben. Haben wir überhaupt nicht. Wir brauchen Piraten im Parlament, weil keine Partei die Interessen der jungen Generation so gut wie wir Piraten vertritt. Wir sind schon alleine vom Alter her jünger, ich sag mal Sven und Torge zum Beispiel sind die beiden jüngsten Kandidaten im Landtag bei uns. Aber auch junge Themen sind uns natürlich besonders wichtig. Zu unseren ersten Initiativen gehörte gleich kostenfreie Schülerbeförderung und Einführung des Wahlrechts ab 16 Jahren zur Landtagswahl. Wir brauchen Piraten im Parlament,
weil keine Fraktion so offen arbeitet und die Bürger so stark in ihre Meinungsfindung eben auch mit einbezieht, wie wir Piraten. Nur bei uns finden Fraktionssitzungen so wie die heute wirklich öffentlich statt. Jeder kann zuhören übers Netz. Auch Fraktionsgespräche mit Ministern zum Beispiel oder Interessenvertretern führen wir oft öffentlich und stellen ins Internet ein. Und wir haben auch erreichen können für den ganzen Landtag, dass wohl einmalig in Deutschland Ältestenratssitzungen, das heißt, wo alle Fraktionsvorsitzenden in einer Runde zusammensitzen und sich absprechen, tatsächlich Ergebnisprotokolle davon veröffentlicht werden. Das gibt es in keinem anderen Parlament und das war ein steiniger Weg, bis wir so weit gekommen sind. Ihr erinnert euch sicherlich an die Laptop-Aktion, die auch in den Zusammenhang gehört, als uns die anderen Fraktionen verbieten wollten, Laptops zu verwenden. Das konnten wir auch stoppen. Wir kommunizieren zum großen Teil über eine öffentliche Mailingliste. Wir veröffentlichen Terminkalender und Terminkalender der Abgeordneten. Wir tagen regelmäßig auswärts, außerhalb von Kiel. Zum Beispiel waren wir in Hennstedt-Ulzburg, in Eckernförde, jetzt sind wir in Dithmarschen demnächst. Und so hatten wir Kontakt zu allen Regionen in Schleswig-Holstein. Westerland waren wir auch natürlich. Pinneberg. Leider im Winter. Wir stellen Gesetzentwürfe und Antragsentwürfe ins Pad ein und posten den Link, sodass jeder quasi dran mitarbeiten kann. Auch wenn es um kleine Anfragen geht. Wir veröffentlichen unsere Nebeneinkünfte freiwillig im Internet. Und wichtige Fragen lösen wir basisdemokratisch. Zum Beispiel, als es darum ging, wie stimmen wir über den Ministerpräsidenten ab, haben wir vorher eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern und gefragt, wie würden Sie das sehen? Und ganz klar, direkte Demokratie. Das ist wirklich das, was erwartet wird, was die Bürger wollen, um direkt Einfluss auf die Politik nehmen zu können. Und deswegen sind wir sehr dahinterher im Moment gerade, die Bürgerbeteiligung auf kommunaler Ebene zu stärken. Es soll jetzt endlich zum Beispiel kommen, dass man bei Bauvorhaben auch mitentscheiden kann, dass die nicht mehr ausgenommen sind von Bürgerentscheiden in Schleswig-Holstein. Keine Fraktion kämpft auch auf politischer Ebene für Transparenz, so wie wir. Wir wollen, dass alle Abgeordnete ihre Nebeneinkünfte veröffentlichen, um klarzumachen, wo kommen die her, von wem bekommen sie Geld. Wir wollen, dass öffentliche Sitzungen im Parlament stattfinden. Auch für den Ältestenrat haben wir das bisher leider vergeblich gefordert. Aber wenn ich mir ansehe, hier in Niedersachsen im Landtag, sind Sitzungen sogar standardmäßig nicht öffentlich, der Ausschüsse. Das heißt, da kann man überhaupt nicht als Bürger mehr mitbekommen, was da eigentlich an Sacharbeit beraten wird. Bei uns sind sie zwar öffentlich, aber die meisten Leute haben keine Zeit. Deswegen fordern wir einen Stream auch von Ausschusssitzungen. Da sind wir noch dabei, zu verhandeln, ob wir das hinkriegen. Und insgesamt müssen wir eben die Spielregeln unserer Demokratie updaten. Das ist ein zentrales Anliegen von uns Piraten und dafür kämpfen wir auch immer wieder. Keine Fraktion praktiziert eine neue politische Kultur wie wir Piraten, finde ich. Wenn man sich die Debatten im Landtag anguckt, werden wir feststellen, dass wir nicht an parteipolitisch motivierten Schaukämpfen, an dem Aufeinander-Einprügeln teilnehmen, sondern dass wir sachlich argumentieren. Denn die Bürger können das nicht mehr leiden, dieses unehrliche Getue auf der Schaukampfbühne. Hier darf ich es ja sagen, Uli hat dafür eine Ermahnung bekommen, dass er es im Parlament gesagt hat. Und die Bürger haben den Eindruck, diese Debatten sind unehrlich, die da geführt werden. Weil hinterher sitzt man zusammen beim Bier und vorher prügelt man sich vor Kameras ein. Das ist keine ehrliche Politik. Wir arbeiten mit allen Fraktionen themenbezogen, konstruktiv zusammen, wenn wir gleiche Interessen haben. Wir bringen Anträge mit allen mal ein. Zum Beispiel Wahlalter ab 16 mit der Koalition, SPD, Grüne, SSW oder auch Abschaffung der Schülerbeförderungskostenbeteiligung zusammen mit der FDP eingebracht. Wir Piraten sind die einzige Fraktion, die von ihren Abgeordneten nicht erwartet, einstimmig immer abzustimmen und sich der Mehrheit zu beugen, sondern die sich ganz bewusst dazu bekennen, dass es auch innerhalb einer Partei, innerhalb einer Fraktion unterschiedliche Meinungen geben darf. So wie es ja auch an unserer Basis und auch bei unseren Wählern unterschiedliche Meinungen zu einzelnen Fragen geben darf. Und Umfragen zeigen auch, dass eine ganz breite Mehrheit der Bürger wirklich will, dass der einzelne Abgeordnete nach seiner Überzeugung abstimmt und nicht nach der Parteimeinung sich parlamentarischen Zwängen oder einer Parteiräson beugt. Für uns ist das normal, dass wir auch mal unterschiedlich abstimmen, aber da sind wir uns natürlich einig, besonders wenn es in unserem Wahlprogramm bestimmte Punkte, wir uns darauf festgelegt haben und gemeinsam geeinigt haben. Keine Fraktion schützt die Freiheit und Privatsphäre der Bürger, so wie wir Piraten. Wir haben in Schleswig-Holstein umfassende Gesetzesänderungen zur Sicherung der Internetfreiheit eingebracht, zum Beispiel Haftung bei offenen WLANs einzuschränken. Und zum Schutz der Privatsphäre im Internet, zum Beispiel durch Erstreckung des Fernmeldegeheimnisses auf die Nutzung des Internets. Wir haben dafür gesorgt, dass Schleswig-Holstein im Bundesrat am progressivsten war, als es um unsere Passwörter ging, Bestandsdatenauskunft.
als es darum ging, unter welchen Voraussetzungen dürfen Sicherheitsbehörden unsere Passwörter herausverlangen und auf unsere Bestandsdaten zugreifen. Und da hat Schleswig-Holstein die besten Anträge eingebracht. Dafür haben wir gesorgt. Wir bringen jetzt eine Initiative ein gegen die Videoüberwachung an Bahnhöfen, die die Deutsche Bahn gerade andeiert. Und unser Kontakt zum Unabhängigen Landesdatenschutzzentrum ist auf jeden Fall der beste. Hören wir immer wieder. Wir haben uns in den Haushaltsberatungen dafür eingesetzt, dass sie mehr feste Stellen bekommen und hoffen, dass das jetzt auch klappt. Also der Datenschutz ist bei uns definitiv am besten aufgehoben, nicht nur ferner lief, wie zum Beispiel auch bei den Grünen kompromissfähig, sondern bei uns ist Datenschutz Kernthema. Bürgerrechte sind nicht verhandelbar, ganz klar. Und keine Fraktion stellt auch das Wohl der Bürger sogar über ihre eigenen finanziellen Interessen, wie wir Piraten. Wir kämpfen wirklich glaubwürdig für eine gerechte Verteilung der Lasten bei der Bewältigung der Schuldenkrise. Als einzige Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag haben wir uns gemeinsam mit dem Landesrechnungshof gegen die Erhöhung der Fraktionsmittel um 33% pro Abgeordneten im Landtag eingesetzt, die sich die anderen Fraktionen genehmigt haben. Das macht fast 1 Million jedes Jahr aus. Als einzige Fraktion fordern wir einen Verzicht auf Zulagen für parlamentarische Geschäftsführer und Fraktionsvorsitzende. Das macht 500.000 aus. Und sind gegen verfassungswidrige Zulagen sogar vor das Landesverfassungsgericht gezogen. Und ich glaube, wir haben da gute Chancen. Als einzige Fraktion verzichten wir auf einen Chefwagen mit Chefwagenfahrer. Auch da spart das Land 50.000 Euro jährlich. Es ist uns also ganz wichtig, die Interessen der zukünftigen Generation auch in finanzieller Hinsicht zu wahren, eine verantwortungsvolle Finanzpolitik zu machen. Unsere Änderungsanträge zum Haushalt sind nicht nur gegenfinanziert, wir wollen sogar weniger Schulden aufnehmen als die Koalition. Die Aufzählung, denke ich, hat gut gezeigt, wie stark sich unsere politische Arbeitsweise als Piraten, die politische Kultur der Piraten und unser Politikstil von der Praxis aller anderen Fraktionen unterscheidet. Wir stehen für Transparenz, Mitbestimmung und Bürgerrechte in einem Maß, wie es bei anderen Parteien seinesgleichen sucht. Es kann deswegen gar keinen Zweifel daran geben, dass wir da ein Alleinstellungsmerkmal haben, was es nicht gibt in der deutschen Politik und dass es deswegen so wichtig ist, dass wir Piraten in der Politik mitmischen können. Und gerade in Niedersachsen ist die etablierte Politik wirklich das Gegenteil von transparent. Es gibt zum Beispiel überhaupt kein Informationsfreiheitsgesetz als eines der wenigen Länder. Gerade in Niedersachsen hat es auch noch keinen einzigen Volksentscheid auf Landesebene gegeben, weil einfach das Unterschriftenquorum irrsinnig hoch ist. Und auch gerade in Niedersachsen sind die Bürgerrechte so gut rot wie in kaum einem anderen Land, wegen des berüchtigten Innenministers Herr Schünemann, der wirklich seinesgleichen sucht, wenn es um Überwachung geht. Wir sehen also, heute verläuft wirklich ein Riss zwischen der gesamten etablierten Politik und den Bürgern. Und wir Piraten werden gebraucht, um das politische Betriebssystem an die Bedürfnisse der Bürger im Zeitalter der Informationsgesellschaft anzupassen. Deswegen werden wir auch so stark von Leuten unterstützt, die vorher gar nicht mehr zur Wahl gegangen sind. Das war bei uns wirklich die wichtigste Unterstützergruppe. Nur wir machen wirklich eine junge und moderne Politik. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nächste Woche auch den Landtag von Niedersachsen entern. Und da drücken wir euch ganz die Daumen. Ja, wir wollen ja im ersten Teil unserer Sitzung mal eine Fraktionssitzung machen, wie wir die auch bei uns in Kiel im Landtag machen würden, um mal zu zeigen, wie das eben ist, wenn Fraktionssitzungen transparent sind, wenn man mithören und mitreden kann. Und wir haben dazu ein Pad eingerichtet, das machen wir immer so, das ist öffentlich, da könnt ihr auch mit reinschauen. Und da steht als erstes auf der Tagesordnung, ob ihr Änderungsvorschläge habt an der Tagesordnung. Kannst du das twittern, wo das ist? Nein, weil ich Twitter nicht nutze, aber ich kann euch... Habe ich schon getwittert. Ja, unter U98 beziehungsweise PiratenNDS Hashtag. Okay. Ist sonst auch auf unserer Fraktionsseite verlinkt, fraktionsh.de. Ja, und dann starten wir mal mit dem Rück- und Ausblick der Abgeordneten, wobei ich euch bitten würde, bevor ihr anfangt, immer kurz nochmal vorzustellen, was ihr sagt und was ihr, mit welchen Ausschüssen ihr seid. Und ich weiß nicht, bist du noch am Schreiben, Sven, oder bist du anfangen? Ja, Moment, ich muss noch kurz die URL bedanken. Ich könnte euch gleich die Stream-URL nochmal dazu und dann... Will denn, kann man mal anders. Ja, genau. Okay. Willst du anfangen? Habe ich doch schon getwittert. Ja, anfangen mit. Mach dem, was du machst. So, das. Und Vorstellung. Gut, dann fange ich mal an. Mein Name ist Uli König.
Ich bin der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, auch Vorsitzender im Petitionsausschuss. Ich bin außerdem Stellvertreter im Innen- und Rechtsausschuss und im Finanzausschuss. Vom Hintergrund her, ich bin Informatiker, das heißt, ich bin immer dann dran, wenn es um den technischen Teil geht. Ja, ich werde jetzt einfach mal erzählen, was war und was wird. Kurze Frage in die Runde, wollen wir die Ausschüsse jetzt auch gleich mit behandeln oder nicht? Diese Woche, was da lief. Ja, okay. Ja. Gut, dann reiche ich jetzt Sven Wetting jetzt den Kram an. Achso, das dauert. Also, was war? Natürlich Weihnachtspause. Ich bin seit Montag wieder im Einsatz. Dann war ich zusammen mit Sven im Bildungsausschuss. Da ist, glaube ich, besonders erwähnenswert, dass es am 31.01. einen Workshop zu ODIS geben wird. Das ist das Reporting-System, wo Unterrichtsausfall erfasst wird von den Schulen, was aber im Moment noch ziemlich unbefriedigend läuft. Das muss man sich so vorstellen, da wird sehr viel Energie bei den Schulen abverlangt, um diese Daten zu sammeln und zu übermitteln. Aber mit diesen Daten kann man relativ wenig anfangen im Moment. Und das soll verbessert werden. So, dann war ich im Finanzausschuss. Ich hatte einen Antrag gestellt, barrierefreier Haushalt. Das hat zu relativ kontroversen Diskussionen geführt. Barrierefreier Haushalt heißt, wir möchten gerne den Haushalt maschinenlesbar und nicht als PDF haben. Das hat einmal den Vorteil, dass Leute mit einer Sehbehinderung eher diesen Haushalt lesen können als mit so einem schlecht formatierten PDF. Aber man kann es halt auch automatisch auswerten und nach bestimmten Punkten analysieren, zum Beispiel wo gibt es besonders starke Änderungen. Oder auch, im Moment sind ganz viele Querverweise da drin, das heißt, man blättert sich in Wolf, um irgendwie Sachen zu finden. Wir haben zum Glück das jetzt elektronisch als PDF und auch noch als Excel, das erleichtert die Arbeit ganz massiv, aber das ist halt noch nicht das, wo wir hinwollen. Wo wir hinwollen, sind offene, barrierefreie, maschinenlesbare Formate, die auch mit semantischen Informationen hinterlegt sind. Ja, im Finanzausschuss hatten wir eine sehr interessante Lagerverteilung. Wir hatten auf der einen Seite das Finanzministerium, was die Idee grundsätzlich unterstützt. Die finden das gut. Allerdings sind sie der Meinung, dass es wahrscheinlich wieder teuer sein wird, wobei sie das dann kurz später relativiert haben, dass es vielleicht doch nicht so teuer ist. So ganz sicher sind sie sich da noch nicht. Dann haben wir auf der anderen Seite der SSW, der Sache sehr skeptisch gegenüberstand. Auch die FDP hat das nicht so richtig verstanden, was das soll. Und die SPD auch nicht, die haben barrierefrei verstanden, wie Leute, die blind sind und nicht sehen, sollen den Haushalt lesen können und sonst niemand. Das ist irgendwie für den normalen Bürger auch ein Vorteil, das haben sie nicht verstanden. Auf der anderen Seite waren dann die Grünen ganz starke Unterstützer von unserem Vorschlag, aber auch die CDU. Die fanden das total toll, weil im Moment bei dem aktuellen Haushalt können wir zum Beispiel Einnahmen, die gegenübergestellt werden zu Ausgaben, auf der anderen Seite nur ganz schwer verknüpfen. Das heißt, wenn man auf der einen Seite eine Ausgabe streicht, fallen teilweise auf der anderen Seite Einnahmen weg. Zum Beispiel, wenn es Förderungen für bestimmte Ausgaben gibt über die EU oder sowas. Und das könnte man da besser darstellen. Ja, so, was habe ich noch gemacht? Ich habe unseren Praktikant betreut. Das ist ein Workshop, bei Russland. Ah ja, stimmt, das steht hier auch. Super toll. Genau, da muss ich Torge an der Stelle ganz groß für loben. Torge hat an der Stelle einen Workshop, der vom Finanzministerium rausgehandelt wird. Ausgerichtet wird, rausgehandelt. Das heißt, im Moment ja, ist gerade dieser Workshop in Vorbereitung. Ich habe das später nochmal unter Ausschussvorbereitung gemacht. Also, ich habe schon eine ganze Liste von Leuten, die wir benennen. Also die Leute, die wir dafür benennen, für diesen Workshop, kommen eigentlich im Prinzip eigentlich vor Staatsrecht machen. Wir also ich die raus und das wird dann gemacht. Ich habe es unten nochmal unter Ausschussvorbereitung reingepackt. Dann können wir das kurz drüber schnacken, ob uns noch jemand einfällt, den wir einladen sollten. Ich habe eine ganze Liste schon. Gut, nächster Punkt ist Praktikant. Ja, wir haben einen Praktikanten, der im Bereich IT ein Praktikum macht. Im Moment arbeitet er gerade an einem automatischen Export unserer Kalender, so dass unsere Kalender automatisch über unsere Twitter-Accounts getwittert werden können. Heute folgende Termine, so und so und so, das ist das aktuelle Projekt. Ich schätze mal, dass das in ein paar Wochen fertig sein sollte. Cool. Das macht es dann auch einfacher zu vermitteln, was wir gerade so treiben, weil wir haben zwar unsere Kalender als iCal-Datei exportiert, aber ich habe im Moment den Eindruck, dass das nicht so viele Leute nutzen. Ja. Seit Montag haben wir unseren neuen Administrator, Levu.
den habe ich angefangen einzuarbeiten. Außerdem habe ich mit ihm besprochen, was jetzt zu tun ist. Seine oberste Priorität ist das Hotfixing unserer Notebooks. Damit hat er auch schon angefangen. Ich glaube, das geht auch ganz gut voran. Der zweite Teil ist, er soll ein Gateway basteln für die Fraktion. Wir haben im Moment ein Fraktionsnetz. Wir haben ein Fraktionsnetz, was nur über einen Proxy-Server funktioniert, und dieser Proxy-Server schirmt sehr stark das ab, was wir im Internet machen können. Also wir können zum Beispiel nur auf Port 80 und 443 gehen, wir können aber durch dieses Netz kein Mumble nutzen. Java funktioniert auch nur, wenn der Server auf Port 80 lauscht. Das ist doof. Und wir haben jetzt mit dem Landtag abgesprochen, dass wir uns eine Umgehungsmöglichkeit schaffen dürfen. Die müssen wir aber selber bauen. Danach sollten wir dann offenes Internet in der Fraktion haben, und das sollte dann noch einige Probleme einfach in der Fraktion bei der täglichen Arbeit beheben, in Form von, wir können kein FTP machen, wir können nicht auf externe Mail-Server aktuell zugreifen, wir können dann auch mumblen. Da bin ich Levo sehr dankbar für, dass er sich dem annimmt. Nächster Punkt ist, er wird mit mir nochmal die genauen Spezifikationen für die Ausschreibung für unsere IT besprechen. Unsere IT soll ja komplett auf Open Source laufen, so wie diese Notebooks auch. Die sind alle Linux-basiert. Ist auch kein Lizenzaufkleber von Microsoft unten drunter, also ja, kein Geld abgeschlossen. Ich werde mit Levo die Spezifikation für unsere Server-IT zusammenstellen. Die muss bis nächsten Freitag fertig sein, damit wir sie dann rausgeben können. Ja, und der nächste Punkt für ihn ist dann, unsere Clients neu aufsetzen, weil aktuell sind die teilweise noch im Auslieferungszustand und dann irgendwie quer rumgebastelt, wie es gerade funktioniert hat. Da muss vor allem bei dem einen oder anderen Mitarbeiter noch einiges gerade gezogen werden. So. Letzten Dienstag war ich am Stammtisch in GSH. Da waren Themen unter anderem Fracking, also die Teilnehmer im Stammtisch haben sich dafür interessiert, ob jetzt in ihrem Kreis. Da reden wir eben noch drüber. Ob in ihrem Kreis, ja, ich berichte es einmal nur kurz, ob in ihrem Kreis Fracking stattfinden wird. Da gibt es ein ganz großes Interesse, wir sind ja dann auch im März da vor Ort und machen da unsere Fraktionssitzung, da wurde darum gebeten, das als Themen einzubauen. Außerdem ist das die Aufstellung für die Kommunalwahl gerade ein ganz großes Thema. Die Frage ist halt, wird in Geesthaft aufgestellt, wird kreisweit aufgestellt, und da ist es noch groß in der Diskussion. Gut, Donnerstag war ich auf dem Stammtisch Kiel, da war auch Kommunalwahl großes Thema, da ging es dann um Stadtregionalwahlen, wie vernetzen wir uns mit den Kreisen im Umkreis, wie machen wir das mit der Kandidatenaufstellung. Jo, so, das war das, was war. Was kommt, habe ich gerade schon angerissen, ich muss die Fraktions-IT mit Levo spezifizieren. Und ansonsten noch eine Menge Kleinkram, aber ich glaube nichts, was jetzt hier reingehört. Danke. Wenn willst du weitermachen? Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Also Uli hat mir ja schon viel aus meinem... ich fange jetzt mal an. Ich bin Sven Kummeck, 23 Jahre alt, Mitglied im Bildungs-, Kultur- und Wissenschaftsausschuss im Kieler Landtag, stellvertretendes Mitglied im Petitionsausschuss, im Sozialausschuss und im Umweltausschuss. Und... genau, diese Woche waren zwei Ausschüsse, einmal der Bildung und Finanz und ich glaube auch noch Sozialausschuss. Da ging es hauptsächlich um das UKSH, das ist ein großes Universitätsklinikum in Schleswig-Holstein, das ist ein großes Projekt vom Land, was jetzt saniert werden soll. Dann ging es noch um Professorenbesoldung, dass es da eine Vorgabe vom Bundesverfassungsgericht gibt, dass die dagegen geklagt haben und dass sie das jetzt, anpassen müssen. Und dann ging es im Bildungsausschuss um mehrere Schleswig-Holstein-spezifische Themen, die ich jetzt hier nicht alle aufführen würde. Das Spannende für uns ist, dass der Bildungsausschuss auf meine Initiative eine Sondertagung zum Thema digitales Lernen macht. Da durften wir die Referenten benennen und da wird es einen ganzen Nachmittag geben, wo der Bildungsausschuss, die Ausschussmitglieder, die Spitzenverbände, also den Lehrerverband, den Schülerverband, den Elternverband, die Verbände der verschiedenen Schultypen alle einladen. Und dort wird es dann Referenten zum Thema E-Learning, computerunterstütztes Lernen in der Schule, lizenzfreie Lernmaterialien, wird es einen ganzen Nachmittag nur gehen im Landtag. Und das finde ich eine sehr schöne Aktion. Wir haben auch den großen Saal, den großen Landtagssaal gemietet dafür. Und das hat der Bildungsausschuss dann beschlossen. Dann haben wir diese Woche noch getroffen, die Anträge zum Haushalt besprechen.
zu besprechen, da sagt Torge, glaube ich, nachher lieber noch mehr zu der Kann das besser. Also im Bildungsbereich geht es bei mir da speziell um politische Jugendbildung, wo wir Änderungsanträge zum Haushalt stellen. Und dann habe ich mich noch getroffen mit der AG Bildung, die mit mir zusammen Anträge besprochen hat. Und was kommt? Ich versuche heute Abend noch auf die Neujahrsempfang zum Landesjugendring zu fahren, wenn ich noch pünktlich irgendwie nach Hause komme, was ich mir aber nicht so richtig vorstellen kann. Aber geplant ist es, vielleicht ein bisschen später. Denn habe ich vor, auf der Tagung aktiv gegen Rechtsextremismus Schleswig-Holstein statt durch teilzunehmen. Das sind wir alle. Das sind wir alle. Ne? Super. Ja. Dann habe ich mir gerade noch von Patrick geklaut, dass unser Mitglied im Medienrat mit uns ein paar Videos drehen möchte, einfach als, was haben wir schon gemacht für unseren YouTube-Channel, und dann werde ich nächstes Wochenende oder übernächstes Wochenende auf der Gründungsversammlung des Kreisverbands Kiel teilnehmen. Stimmt. Ja, super. Da wollte ich auch dann. Willst du weitermachen, Wolfgang? Ja, kann ich ja. Ja, ich bin Wolfgang Luda, ich bin 53 Jahre alt, habe also schon mal mit dem Blut hinter mich gebracht, und das war als Ermittlungsbeamter im Zollfahndungsdienst, und da war ich im Bereich organisiertes Verbrechen eingesetzt, komme also von der bösen Seite der Macht, wenn man das dann so will, und bin deshalb auch gerne im Innen- und Rechtsausschuss tätig und bin auch im Sozialausschuss tätig, da bin ich dessen vertretender Vorsitzender. Was Patrick vorhin sagte, dass wir sehr gut angekommen sind in der Mitte der Demokratie, spiegelt sich auch bei meinen vielen oder sagen wir mal einigen Nebenämtern wieder. Man ist interessiert an unserer neuen Demokratie, deswegen bin ich gewählt worden in den Vorstand der Parlamentarischen Gesellschaft und bin diese Woche bestellt worden in den Beirat Sprachbelegen und Bewährungshilfe. Das ist ein offizielles Gremium und hat noch so ein, zwei, drei andere Funktionen, die in die Richtung gehen. Was habe ich gemacht in der letzten Woche seit der Fraktionssitzung? Ich habe mich vorbereitet und teilgenommen an einer Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses, in der es zentral um das neue Glücksspielgesetz geht. Ich habe mich sehr vorbereitet, weil da ist ja bekannt, dass es viele Rechtsgutachten und viel Hickhack darum gibt. Das war entbehrlich, sich vorzubereiten, weil die Koalition eiskalt mit ihrer Einstimmenmehrheit im Ausschuss ohne weitere Beratung und Diskussion das beschlossen und bestimmt hat, was nach unserer festen Überzeugung keiner Weise untauglich und rechtskonform und belastbar ist. Aber es gab auch was Positives in der Sitzung. Was Patrick vorhin schon sagte, unser Antrag auf eine Initiative im Bundesrat zur Stärkung der Freiheit im Internet wird ernsthaft diskutiert, und wegen seiner Umfänglichkeit hat man allseits darum gebeten, dass wir allen noch mehr Zeit geben, sich einzulesen und das noch besser zu verstehen. Schon erkennbar, dass wir nicht alles durchbekommen werden, aber das meiste und grundsätzlich werden wir durchbekommen, und wir setzen damit auch ein ganz wichtiges Zeichen. Ja, was war da noch gewesen? Auch mehr Bürgerbeteiligung, auch das ist jetzt viel besser bei uns auf den Weg gebracht. Das heißt, es braucht viel geringere Quoren, dass Leute sich tatsächlich einbringen können und dass tatsächlich auch von unten, von der Gemeinde her, auf unterster Ebene Demokratie stattfinden kann. Ja, was war noch? Mal gucken. Oder was kommt heute Abend, wenn wir hier fertig sind, um 19:30 müssen Sven und ich noch zum Landesjugendring, Sven in seiner Funktion als jugendlicher Sprecher und ich deshalb, weil das im Bereich Soziales und auch Frauen betrifft. Ich bin nämlich auch der frauenpolitische Sprecher bei uns in der Fraktion. Dann kommt am Montag etwas, worauf ich mich immer sehr freue, das ist der Beirat Niederdeutsch, eine offizielle Organisation innerhalb des Landtags und zur Etablierung der niederdeutschen Sprache, die ja identitätsstiftend ist. Würde mich freuen, wenn wir alle mehr Plattdeutsch reden würden, weil das Plattdeutsche hat in der Gewohnheitssprache nur 1000 Vokabeln. Und ich stelle mir Politiker vor, wie wir mit 1000 Vokabeln komplizierte Sachverhalte erörtern sollten. Das käme unserer Diktion eigentlich sehr entgegen. Dann haben wir am 17.01., wo die Fraktion geschlossen teilnimmt, eine Tagung gegen Rechtsextremismus, in der vom Innenministerium organisiert, dann darüber gesprochen wird, wie wir koordiniert und mit vernünftigen Mitteln dem Rechtsextremismus begegnen können. Am 19., das ist der nächste Samstag, bin ich dann als Sozialausschussmitglied bei einer Klinik in Kiel auf einem Empfang und bin dann auch am Wochenende an der Sitzung des Kreisgruppen oder Kreisverbandsgründung in Kiel teil. Ja, das war's erstmal. Ja, danke. Toll, willst du weitermachen? Ja, danke, dann weitermachen. Ich habe mich nach der letzten Fraktionssitzung, das war noch vor Urlaub, habe mich noch mit Patrick Ratzmann, unserem Fraktionsgeschäftsführer, und Uli
Dann habe ich mich um die Fraktions-IT und die Organisation der Ausschreibung dazu gekümmert, mit dem Server da. Dann hatte ich noch einen Finanzausschuss am 20. Dezember mit Unterschuss Hafer Nordbank. Ich bin da im Unterschuss Hafer Nordbank, der ist entsprechend vertraulich, da habe ich leider viel zu sagen zu dem, was da läuft. Dann ging es halt um diese Themen, die da jetzt auch in den Medien gehen. Finanzausschuss, das Übliche. Dann natürlich Weihnachtspause und Urlaub. Dann nach dem Urlaub, ich habe am 7. Januar gleich losgelegt, war ich abends noch im Fraktions- und Vorstandsmammel. Also es ist im Prinzip eine kleine Sprechstunde zusammen mit dem Vorstand zusammen, wo immer einer vom Vorstand oder von der Fraktion einer dabei ist. Und dann erzählen wir halt fleißig. Ist was angenommen worden? Was? Wo waren ein paar Leute da? Ja. 5, 6 oder so. Mhm. Dann Tag da drauf musste ich um 8 Uhr morgens im Landtag sein, hatten wir ein Gespräch mit dem finanzpolitischen Sprecher der anderen Fraktion zur Hafer Nordbank, wo halt das ein weiteres Vorgehen besprochen wurde. Da vielleicht auch nicht viel mehr zu sagen. Ansonsten hatten wir den vormittags noch ein Arbeitstreffen unserer Fraktion zu den Haushaltsanträgen, die wir gestellt haben, wo wir nochmal unsere ganzen Anträge, die wir in der Haushaltsklausur besprochen haben, wie wir sie ausgearbeitet haben, was jetzt das Finale aussieht und die letzten Feintuning gemacht. Die haben wir dann noch am Dienstagabend eingerichtet, bereich der Anträge. Hätte eigentlich diese Woche im Ausschuss verhandelt werden sollen, wurde jetzt aber vertagt auf nächste Woche. Wird spannend, was wir davon durchbekommen. Wir setzen uns dann an für bessere politische Jugendarbeit im außerschulischen Bereich. Dann Förderung der Mädchenarbeit ist zum Beispiel drin, auch Datenschutz und viele, viele, viele andere Themen. Ich denke mal, mit wenig Geld haben wir da sehr gute Schwerpunkte gesetzt, die auch vernünftig gegenfinanziert sind. Also sind da eigentlich ganz gut zufrieden mit. Gerade in einer kurzen Zeit der Hausberatung, die wir hatten und in der Vorbereitungszeit, oder vielleicht das erste Mal machen, haben wir, glaube ich, dann ein ganz gutes Ergebnis mit abgeliefert. Und dann war ich am Mittwoch beim Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten zu Ehren des konsularischen Korps. Weil so mein erster Neujahrsempfang so ein bisschen underdressed gefühlt mit meinem gestreiften, karierten Hemd hatte ich an und ein Jackett und Jeans und so. Ich hätte glaube ich, schwarzen Anzug und weißen Hemd und Schlips tragen müssen. Um nicht aufzufallen, ja. Oder wäre das schon, ne? Aber ich muss auch dazu sagen, Herr Stiegen hatte auch keinen Schlips an. Fliege. Auch das nicht. Auch das nicht. Die Fliege haben sie ihm ausgetrieben. Ja. Bin so auf der Kragen, dass da keiner Nein, da habe ich auch wiederum gemerkt, Ministerpräsident, der kein Job für mich. Also wenn du da stehst und so eine Veranstaltung hast, da stehst du erstmal eine Stunde lang und bildet sich so eine riesige Schlange und jeder schüttelt ihm einmal die Hand, dann wirst du doch verrückt, weil wenn du eine Stunde lang irgendwie von Leuten irgendwie die Hände schütteln musst. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Hab da mal ein paar Medienvertretern, anderen Politikern und so weiter gesprochen. War ganz lustig, mit den CDU-Lern da dort zu unterhalten, weil, Justi Jager ist auch zurückgetreten, der Landesvorsitzende der CDU. War ein bisschen Popcorn-Feeling. War ganz nett. Dann hatte ich gestern Donnerstag nochmal Fachausschuss, da gab es schon Themen, die Uli angesprochen hatte, unter anderem. Waren auch Bildungssachen dabei, Hochschulprofessorenbesoldungen, die mussten geändert werden aufgrund eines Verfassungsrechtsurteils und ein paar kleinere Sachen noch dabei. Ja, und was kommt bei mir? Da habe ich ganz vergessen, in diesem Finanzausschuss war noch ein längerer Bericht. Zum UKSH, das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein. Der war spannend. Wo es um eine Baumaßnahme geht, eine größere Sanierung. Das ist eine Public-Private-Partnership-Maßnahme. Darüber haben sie über den Planungsstand berichtet und so weiter. Sehr interessante Sachen. Spannend, wie das ausgehen wird und ob sich das tatsächlich so rechnet, wie sie es gerade schön reden. Ich bin ein bisschen skeptisch. Mhm. Die Präsentation war sehr, sehr optimistisch, um es mal zu deutlich zu nennen. Also Sie haben die ganze Zeit nur von Sparen geredet, also wo Geld eingespart wird, aber nur, nicht, wo Sie Geld ausgeben. Also man muss ehrlicherweise, ich glaube, den Schulden, dass durch die Raumordnung der Gebäude und wie das gebaut wird und so weiter, schon Geld gespart werden kann, durchaus, macht sinnvoll, aber ich bin trotzdem skeptisch, inwieweit diese Durchführung mit einer PPP-Maßnahme wirklich langfristig Kosten senkt. Ich lasse mich da gerne überraschen. Aber so die Grundplanung der Baumaßnahmen klingen sehr solide. Ja, ich fand es schon sehr eigenartig, als Sie uns nicht sagen wollten, wie viel das Controlling ausgeht. Ja, das ist ja wieder die PPP-Maßnahme. Aber ich meine,
das Konzept, was gebaut werden soll und wie es gebaut werden soll und wie dieses Konzept erarbeitet wurde, klingt schon sehr, sehr solide. Ja. Durchführung durch, mit den PPP-Maßnahmen ist halt was anderes. Ja? Ist der Vertrag bekannt? Der ist noch gar nicht geschlossen, ist nur auch von uns so. Okay. Ja, die Philharmonie ist auch solide. Das ist die Sache, die Albrecht angekündigt hat, ne? Diese 50 Millionen Sache, oder? Die 50 Neubau oder? Nein. Nee, ist was anderes? PPP-Maßnahmen, das wird jetzt nicht mit irgendwie Landsmitteln so. Ah, okay. Du musst auch von Professor Scholz erzählen. Ja, und das Lustige, wir waren immer ganz allergisch, wenn man ihn auf die Elbphilharmonie angeht. Genau. Professor Scholz ist der Leiter des UKSH und seines Zeichen Bruder von Olaf Scholz, Hamburger Bürgermeister. Und es war sehr lustig und amüsant, wie die ganzen Vergleiche mit Elbphilharmonie kamen und keiner, wie er sich dazu nicht äußern wollte. Das hat schon ein bisschen Spaß gemacht. Diese kleinen lustigen Sachen am Rande, die so. Das Wort Elbphilharmonie fiel ziemlich oft. Ja, muss man dazu sagen. Und irgendwie mit BER. Ich musste auch leider, wo er gesagt hat, wir liegen gut im Zeitplan, hat irgendwie die Parallele zum BER-Frage stellen. Ist halt einfach so eine Baumaßnahme. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich werde das noch weiter begleiten müssen. So, was kommt? Wie gesagt, Neujahrsempfang der Stadt Rendsburg, das ist da, wo ich, oder in der Region wohne ich gerade, das ist halt recht wichtig für mich, das ist nächste Woche Dienstag abends für mich. Dann bin ich Mittwoch im Wirtschaftsausschuss in Vertretung für Patrick, der ist gleichzeitig im Ältestenrat und hat da irgendwelche Termine, kann also deswegen nicht im Wirtschaftsausschuss. Dann bin ich Donnerstag im Finanzausschuss mit Haushaltsberatung, da kommen jetzt also die ganzen Fraktionsanträge drin vor. Und sowas dergleichen und dann geht das Hauen und Stechen los, wie seine Forderung durchkriegt oder auch nicht. Und dann darf ich entscheiden, ob ich dem Haushalt zustimme oder nicht. Ich bin gespannt. Ich bin gut. Ansonsten ist dann noch der Neujahrsempfang von RSH, das ist Radio Schleswig-Holstein und so, das sind so die groben, großen Termine, die ich nächste Woche habe. Das war's von meiner Seite. Ja, alles klar, dann mache ich mal weiter. Ich bin Jurist für die Piraten im Wirtschaftsausschuss und als Fraktionsvorsitzender eben bekanntlich auch im Ältestenrat. Und Zorc hat das schon erwähnt, nächsten Mittwoch haben wir einen interessanten Termin im Ältestenrat, nämlich im Anschluss an die normale Sitzung, die vor jeder Landtagssitzung stattfindet, wo wir meistens besprechen den Ablauf der Sitzung und auch ein paar andere Sachen, leider nicht mehr öffentlich. Darf ich nicht mehr veröffentlichen, wenn ich es mache, fliegen wir. Im Anschluss daran haben wir ein Treffen mit dem Ältestenrat der hamburgischen Bürgerschaft. Und das soll eine neue Zusammenarbeit mit Hamburg werden, dass man endlich auf parlamentarischer Ebene mal versucht, miteinander zusammenzuarbeiten, weil das im Moment alles andere als gut läuft. Und da bin ich schon wieder bei dem zweiten Punkt hier auf der Liste der Sachen, die ich gemacht habe seit der letzten Sitzung, nämlich es war ein Jahresauftakt des Unternehmensverbands Nord am Mittwoch gewesen und interessanterweise fordern, also es war auch ganz groß in irgendeinem tollen Hotel Kempinski in Hamburg und die ganze Prominenz war da, irgendwie der hamburgische Wirtschaftsminister und Herr Mayer von uns und die Wirtschaft fordert interessanterweise auch eine stärkere und bessere Zusammenarbeit zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Die fordern zum Beispiel eine gemeinsame Wirtschaftsförderung, gemeinsame Landesplanung und sogar gemeinsame Landesvertretung in Berlin. Das ist ja schon sehr spannend, was die sich vorstellen. Der Hamburger Wirtschaftssenator war da sehr zurückhaltend, was das angeht. Die sind da wohl sehr auf ihre Eigenständigkeit bedacht. Während unser Wirtschaftsminister Mayer auch selbstkritisch ausgesagt hat, dass man da mehr machen muss und man mehr machen könnte. Und es ging auch um diesen Windenergiestreit, wo die Windmesse mal hinkommt. Da sind sie wohl in Gesprächen, also sie hoffen wohl, dass das doch irgendwie noch aufgelöst werden kann. Da helfen auch die Unternehmer dabei. Wir fordern da ja die salomonische Lösung, dass die Aussteller entscheiden sollen, wo sie ihre Windmesse lieber hätten. Und ich glaube, dass sie sich auch für Husum entscheiden würden. Ja, dann nochmal eins zurück. Am Montag war Jurfix, das heißt einmal im Monat haben wir einen Mumble mit Bernd Schlömer und den Fraktionsvorsitzenden meistens, wo er sich so oder wo wir uns gegenseitig darüber informieren, was so in den Fraktionen gerade läuft. Und da wollte ich euch zwei Infos draus geben. Das erste ist unser Antrag gegen Bestandsdatenauskunft, das heißt Passwörter, Internetnutzeridentifizierung. Der wird in NRW auch eingebracht. Und Saarland überlegt noch, ob sie es mit einbringen können. Das war ja so eine Initiative, wo ich gehofft hatte, dass wir das auch übergreifend machen können. Dieser Antrag liegt gerade im Bundestag.
ist da noch nicht in der ersten Lesung, aber er kommt irgendwann mal wieder in den Bundesrat und dann muss der entscheiden, ob er Einspruch einlegt oder nicht. Deswegen ist das weiterhin sinnvoll, wenn wir da dranbleiben. Mittwoch war Innenrechtsausschuss, da hat Wolfgang schon alles gesagt dazu. Ich habe gestern ein Interview geführt mit der Redaktion, die das Schülerheft des Landtages erstellen. Und in diesem Heft, das ist eine Publikation für Schüler, wird Sven ganz groß vorkommen, gefeatured werden. Die haben dich ja begleitet einen Tag lang als jüngster Abgeordneter im Landtag. Und es wird kommen ein Interview mit Dr. Stegner und mir zum Thema Fraktionsdisziplin. Ah, gut. Ja. Und ja, da kamen dann so Fragen, die ich gar nicht beantworten konnte. Zum Beispiel, welche Vorteile hat Fraktionsdisziplin? Aber das wird ein schönes, leider kein Echt-Interview in ihm in seiner Gegenwart, sondern wir werden separat abgefragt. Das schade, hätte ich mich gefreut. Wir hatten neulich mal eine Schülergruppe, wo wir beide zufällig waren vor der Weihnachtspause. Und das war sehr schön, die Reaktion darauf, auf unsere unterschiedlichen politischen Philosophien. Jo, Hat er eine? Ja. Am Montag gehe ich zum Neujahrsempfang der FDP. Die hat mich tatsächlich eingeladen. Und da kommt auch irgendwelche Bundesprominenz, was ich, Westerwelle oder was. Ich habe gedacht, ich gehe da mal hin. Und ich habe von der FDP die Information bekommen, dass sie am nächsten Donnerstag vorstellen wollen, ein Gutachten zu der Wahlprüfungsbeschwerde, die gerade läuft. Die haben ja bekanntlich einen Gutachter eingekauft, der da die Meinung vertritt, der SSW, unsere Minderheitenpartei, die keine 5% erreicht hat und deswegen befreit ist von der Hürde, würde reichen, wenn sie mit einem Sitz vertreten wären, sodass dann die Koalitionsmehrheit fallen würde. Die wollen am Donnerstag das Gutachten präsentieren und, wie man mir stolz sagte, ins Internet einstellen. Das ist ganz besonders, weil unser lieber Freund Kubicki tatsächlich keine eigene Internetseite hat zum Beispiel. So, dann ist am Montag ein Videodreh mit Jens. Wir machen da ein Video, wo wir über unsere Arbeit berichten. Du hast schon kurz angesprochen, wird dann ins Netz gestellt. Und am Nachmittag ein Besuch von einer Juristengruppe, die mit uns... Das sind Hochbegabte, die in einem Enrichment-Programm betreut werden. Und der Leiter dieses Programms ist Richter. Und die wollen alle mal Juristen werden, sind aber jetzt im Abitur. Und besuchen uns dann nachmittags auf eine Stunde mit dir und mit mir zusammen. Und sind sehr neugierig, was die Piraten angeht. Genau, hat Wolfgang organisiert. Dann haben wir am Dienstag ein Gespräch mit dem Mieterbund. Da geht es um unsere Idee, ein Wohnungsaufsichtsgesetz einzuführen in Schleswig-Holstein, um gegen die steigenden Mieten zu kämpfen, was insbesondere im Hamburger Randbereich, aber auch auf den Inseln ein Problem ist. Interessanterweise sieht er das jetzt komischerweise skeptisch, obwohl er vorher noch geschrieben hat, er ist dafür. Müssen wir mal mit denen sprechen, was das genau ist. Und dann ist am Dienstag nach der Fraktionssitzung ja noch unser Vorstandstreffen mit dem Vorstand dann. Ich habe mal gefragt, was die als Themen machen wollen. Also zur Information, wir machen regelmäßig Treffen von Fraktionen und Landesvorstand, natürlich auch öffentlich. Und als Thema haben die nur genannt bisher, wie wir den Wahlkampf, Kommunalwahlkampf unterstützen können, wie wir uns da einbringen können. So, das soll das Thema sein. Ja, super. Bei mir geht's, genau. Also ich bin Angelika Beer, ich bin bei uns in der Fraktion zuständig für den Europaausschuss, das heißt für die Ostseekooperation, für die südliche Kooperation der Anrainerstaaten, für die Minderheitenpolitik der Europäischen Union, was zum Beispiel Friesen, Sinti und Roma betrifft. Also da könnte ich mit euch total super zusammenarbeiten, weil wir Friesen beide haben. Und dementsprechend natürlich auch in der AG Europa, unserer Piratenpartei, wo wir jetzt das Europawahlprogramm vorbereiten. Dann bin ich zuständig für einen Umwelt-Agrarausschuss. Das heißt, all diese schönen Sachen wie Energiewende, Windenergie, Offshore, Onshore, aber natürlich auch Agrarpolitik, Tierschutz und sowas alles. Ohne Ausschussanbindung für alles, was Konversionen betrifft, ist bei uns ein großes Thema, bei euch sicherlich auch. Also Schließung von Bundeswehrstandorten im Rahmen der Bundeswehrreform und auch sonst, was Bundeswehr angeht, Konversionen und ansonsten aktiv für die Piraten in den Bündnissen gegen Rechtsextremismus in Schleswig-Holstein, was örtlich bei mir mit dazu zu tun hat, dass ich in der Nähe von der Münster wohne, wo der Club Heil Hitler ist seit Jahren. Und vertrete uns auch am runden Tisch der Stadt für Toleranz und Zivilcourage. Jetzt zu dem, was war. Krank. dann habe ich mit Andreas und Johannes eine Arbeitsklausur gemacht zu den Schwerpunkten 2013.
immer in dem Versuch konkrete Sachen, wo wir uns engagieren, wie weit das, ohne dass es Parteiunterstützung ist, man das runterbrechen kann in den Kommunalwahlkampf. Das können wir dann extra nochmal besprechen. Also es geht da zum Beispiel um EU-Verordnungen, die jetzt gerade im Bundesrat liegen, dafür bin ich auch zuständig, dass auf einmal die Wasserversorgung privatisiert werden soll in den Kommunen, was ein totaler Hammer wäre. Also es gibt so ein paar Sachen, wo wir überlegen, wie wir dann von diesem fernen Europa und der fehlenden Bundestagsfraktion, die müssen wir auch erst noch haben, dann trotzdem da vernünftig Politik machen können. Genau. Ich bin dann bei der Trauerfeier von Peter Struck gewesen in Uelzen. Ich war als Pirat und als Landtagsabgeordneter eingeladen. Fand ich hoch anständig eigentlich, weil wir sind halt noch nicht im Bundestag, und habe dann auch nach Gesprächen mit Bernd vom UFO und einem Teil des Vorstandes in Niedersachsen, damit ihr auch wisst, dass ich da hinfahre, war da, und das war auch sehr beeindruckend, weil es keine Parteiveranstaltung war, sondern es wirklich um das ging, was Peter, glaube ich, bewiesen hat, dass er wirklich parlamentarische Demokratie gelebt hat, selbst als Verteidigungsminister. Da gibt es nicht viele von in Berlin, und ich muss sagen, das hat mich tief beeindruckt. Fraktionssitzung ist klar. Europaausschuss war sehr lustig diese Woche. Das war nämlich der Morgen, wo dann alle wussten, dass Jost de Jager als Parteichef zurücktritt, und unser Ausschussvorsitzender ist von der CDU. Und wir fingen um 10 an und klopften nur so auf die Uhr, und wir hatten eine fette Tagesordnung von 12 Punkten, die wir eigentlich auch diskutieren wollten. Wir waren aber um 11 dann schon fertig und wir haben das meiste vertagt. Was insofern gut ist, weil es geht darum, dass wir eine neue Arbeitsstruktur beschließen wollen in einer Klausur mit der Landesregierung und dem Direktor des Landtages über mehr Einflussnahme in Europaratsangelegenheiten und die Schwerpunkte von Schleswig-Holstein und Norddeutschland, also da seid ihr auch mit bei, für die nächste Förderungsperiode. Ist das vertagt worden? Und das ist vertagt worden, das fand ich total gut, weil das gehört auch zu dem, was war. Wir haben gegründet direkt am Abend danach die Unterarbeitsgruppe Tagespolitik der Europapiraten. Das heißt, wir wollen Servicearbeit für die Partei machen, aber auch für die Landtagsfraktion, um Schwerpunkte, die auf der Agenda der Trio-Präsidentschaft sind, vorzubereiten in den Schwerpunkten, damit wir da auch handlungsfähig sind, weil wir haben 4 Piraten, die zuständig sind in den Landtagen für Europa und Bundesrat, und das ist echt schwierig, das auf den Punkt zu bringen, wenn uns die Bundesebene fehlt. Und insofern glaube ich, dass diese AG Tagespolitik da wirklich total hilfreich sein kann. Gestern, ganz witzig, wir haben eine zentrale Großveranstaltung in Kiel zu Europa, wo sämtliche Fraktionen eingeladen sind, auch auf dem Podium, nur die Piraten nicht. Die haben dann aber bei uns angerufen und haben gefragt, ob wir nicht ein bisschen mobilisieren könnten mit unserer Internetkapazität. Das ist dann natürlich bei mir gelandet, und ich habe die dann angerufen und habe gesagt, also ich habe mich eh angemeldet, weil das ist halt Europa und wir sind parteiübergreifend für die Stärkung Europas, aber das ist doch etwas merkwürdig wäre, dass ein Landtagsabgeordneter klug von der FDP auf dem Podium sitzt, aber Angelika Beer als Europa-Verantwortliche nicht. SSW auch? SSW nicht, okay. Ja. Doch, alle sind drauf, auch die Linke. Ist auch keine Fraktion. Die Linke sogar. Sogar die Linke haben sie geholt, obwohl die bei uns gar nicht im Landtag ist. Hab mich dann durchtelefoniert, leider nicht mit dem Erfolg, dass wir diesmal mit auf dem Podium sitzen. Aber ich denke, wir werden das ja ein bisschen aufmischen und dafür sorgen, dass wir dann nächstes Mal bei der Einladung mit berücksichtigt werden. So, was kommt, ist die Vorbereitung des Umweltausschusses, ist unten verlinkt. Spannend auch, weil, wie gesagt, Fracking ganz vorne auf der Tagesordnung steht. Da können wir nachher noch drüber diskutieren, was wir schon gemacht haben und was wir machen wollen. Fraktionstreffen dann mit dem Landesvorstand. Die Frage, wie können wir Kommunalwahlkampf unterstützen, besprechen wir auch noch. Wir sind nicht nur alle als Fraktion, das kommt eigentlich selten vor, ist mir aufgefallen, selten alle bei einer Veranstaltung. Aber wir sind das eben bei dieser Sache gegen Rechtsextremismus, aber auch am 27.01. bei der zentralen Gedenkstunde des Landes zu Opfer des Nationalsozialismus. Also da versuchen wir dann schon auch politische Zeichen zu setzen.
ja, Bündnis gegen Rechts. Und dann muss ich übers Wochenende zu einer dreitägigen oder viertägigen Delegationsreise des Umweltausschusses. Wir fahren alle nach Berlin zur Grünen Woche. Ich möchte gern so rechtzeitig sein, dass ich mit einem Bündnis, es gibt so ein Demokratiebündnis gegen die Agrarförderung und Lobbyismus, da wollte ich gern zur Demonstration vorher und mich dann der offiziellen Delegation anschließen. Komme dann am 20.01. nicht zu euch, was eigentlich mein Plan war, sondern werde mit den Piraten in Berlin Live-Viewing machen, Daumen drücken und dann feiern. Da geht was. Ja, das war's. Schön. Ja, wenn wir den einen Punkt haben wir noch unter diesen Punkten, danach würde ich sagen, machen wir mal kurz Pause. Mhm. Was zum Thema Rückblicken noch ich noch draufgesetzt habe, ist zu dieser Woche Ablauf, Haushaltsanträge und Transparenz. Das heißt insbesondere die Frage, ob unsere Anträge übernommen worden sind von allen Fraktionen. Da gab es ja Diskussionen in der Fraktion. Vom Ablauf her war es ja so, dass wir nach unserer Haushaltstagung, weiß nicht, ob das vor 3 Wochen ungefähr war, haben wir ja gesagt, wir bringen das gleich in der Pressemitteilung, unsere Haushaltsschwerpunkte rein. Und das ist auch tatsächlich aufgegriffen worden von der Presse, vielleicht auch nur, weil ich da nochmal angerufen hatte, aber es war tatsächlich was in der SAZ drin gewesen. Und da stand schon recht detailliert drin, in welche Bereiche wir wie viel Geld reingeben wollen. Dann haben wir am Dienstagvormittag nochmal eine Sitzung gehabt, wo wir besprochen haben, wie wir das konkret umsetzen wollen. Und da haben wir gesagt, weil das im Grunde genommen die Umsetzung der Pressemitteilung ist, machen wir das auch mit Livestream und öffentlich, weil da nichts Neues verraten wird. Und wir haben auch, als es um diese Profigeschichte ging, das war ja was Neues, da haben wir zwar nicht öffentlich beraten, aber das Ergebnis der Beratung, das heißt, dass wir das streichen wollen, dann auch öffentlich durch den Stream gegeben gehabt. Und ich hatte die Anträge, den Entwurf unserer Haushaltsanträge über die Fraktionenliste geschickt, sodass jeder, der diesen Livestream verfolgte, eben auch mitverfolgen konnte, worum es eigentlich ging. Dann haben wir am Tag danach eine Pressemitteilung gebracht mit unseren Haushaltsanträgen, wo nochmal die Schwerpunkte drin aufgeführt waren. Und wenig später, am selben Tag, haben die anderen Parteien ihre Anträge gebracht und teilweise waren da identische Sachen drin. Also zum Beispiel habe ich mich gefreut darüber, dass sich die Geschichte Verbraucherzentrale bei der Koalition wiedergefunden hat. Ich hatte aber auch vorher speziell mit denen gesprochen, damit sie das machen. Und die haben tatsächlich, so ähnlich wie wir, 40.000 mehr in die Verbraucherzentrale, damit die keine Beratungsstellen dicht machen müssen. Und gegenfinanziert aus diesem komischen Marketingprojekt des Wirtschaftsministeriums, was wir streichen wollen. Also genau das, ne? Und ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also bei einigen der Fraktionen waren wohl unzufrieden damit, dass andere unsere Leistungen kopiert hätten. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass wir froh darüber sein können, wenn gerade die Koalition Sachen von uns übernimmt, weil genau das wollen wir ja. Es muss nur immer klar sein, dass wir klar gemacht haben, es kommt eigentlich von uns. Und deswegen haben wir immer gleich nach unseren Sitzungen Pressemitteilungen gemacht, wo wir das quasi geclaimed haben. Und deswegen bin ich damit eigentlich nicht unzufrieden. Ich bin unzufrieden damit, dass die Presse nicht so richtig berichtet hat über unsere Anträge. Ich habe auch nochmal angerufen bei der Taz, die hatte einen Artikel irgendwie drin, CDU legt ihre Haushaltsanträge vor, und da sage ich, was ist mit unseren? Und dann kam dann eben so die Aussage, ja, wir haben auch die FDP nicht berichtet, wir haben so wenig Platz und so weiter, aber beim nächsten Mal, also nächste Woche wollen sie berichten über die, bei der Haushaltsberatung auch bei uns. Genau, ist wahrscheinlich zu viel, ne? Piraten. Nummer ergänzen, teilweise wortwörtlich kopiert. Ja, glaube ich, das ist sofort. Das war also richtig schön. Bei den Sozialgeschichten ist es so, dass mein Anliegen sind Frauenhäuser und vor allen Dingen die Mädchentreffs, die ganz, ganz wichtige Bücher arbeiten, die vorher zusammengestrichen worden sind. Und sie haben dabei original und wörtlich aus unseren Dingen zitiert. Und das so um, das erfolgt man nicht immer. Paste und Copy. Genau. Ja. Gute Ideen sind dafür da, kopiert zu sein. Genau. Die Ideenkopierer aus Schleswig-Holstein, genau. Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass alle die Punkte vorher schon klar und bewusst waren. Wenn die Mädchenarbeit hast du schon häufig angesprochen. Die Pressemitteilung. Und so weiter und so fort. Genau. Und das zum Beispiel das Projekt Profi, das ist ein Programm für Vorsorge und Finanzpolitik, bla bla. Wo sie dann 15 Millionen Euro nehmen und in energetische Sanierung stecken wollen, weil es halt langfristig Stück weit kostet.
ohne das klar zu definieren. Ohne das klar zu definieren und so weiter. Ich meine, das Erste, wenn du Oppositionspolitiker hast, wo du dich draufschiffst, hast du einen Batzen 50 Millionen Euro weg, damit ist das macht dich erklärt. Es ist so klar, dass sich da irgendwie alle drei Oppositionsparteien drauf gestolzt haben. Es ist so like Captain Obvious. Ja, machen wir Pause. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal 5 Minuten Pause. Danach geht das so ein bisschen mit dem Inhaltlichen weiter. Das heißt, unsere parlamentarischen Initiativen, Ausschussvorbereitung und so weiter. So, ihr Lieben, wir machen mal weiter. Aber das funktioniert nicht mehr. Eine Rede an der Region. Das ist doch dann nicht besser. Und zwar... Hallo! Hey, geht weiter! Und zwar machen wir mit unserem inhaltlichen Teil weiter. Wir haben ja so für 2 Uhr das Mittagessen angepeilt und das sollten wir auch ungefähr einhalten, den Zeitrahmen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen kurz fassen. Wir haben jetzt noch 3 parlamentarische Initiativen, über die wir kurz sprechen wollen. Bei dem ersten geht es um das Thema Fracking. Wir haben das ja groß rausgebracht, das Thema überhaupt als erste auf die Tagesordnung gesetzt im Umweltausschuss. Und da musste sich unser Umweltminister Herr Habeck äußern dazu, wie er denn mit den Anträgen auch umgehen will. Es ist so, dass dieses Fracking-Verfahren so gestaltet ist, erstens werden Claims abgesteckt, das heißt Firmen reichen ein, wir wollen in diesem Gebiet suchen, Aufsuchungsanträge heißt das. Zweitens, im zweiten Verfahren erst müssen sie konkrete Bohrungen beantragen. Und wir sind jetzt in Schleswig-Holstein in der ersten Stufe, das heißt für viele Gebiete in Schleswig-Holstein gibt es Aufsuchungsanträge, während ihr in Niedersachsen schon viel weiter seid. Nach meinen Informationen wird das schon ein eingesetztes Verfahren. Wir haben es aber auch nachher nochmal auf der Tagesordnung in dem Teil, wo wir mit euch zusammen diskutieren. Und jetzt an der Stelle für unsere Fraktion nur zur Information, es gibt eine Anfrage dazu, die Angelika und ich eingereicht haben, wo wir wissen wollen, in welchen Gebieten eigentlich diese Claims abgesteckt werden. Herr Habeck hat nämlich zuerst gemeint, dass er wegen Geschäftsgeheimnissen überhaupt nichts darüber sagen darf. Dann hat er inzwischen in der letzten Landtagstagung gesagt, immerhin wie viele Anträge es gibt und welche Firmen sie gestellt haben. Und wir wollen jetzt aber auch wissen, welche Gebiete. Ich habe die Karte nicht öffentlich gesehen und es ist erschreckend, wie groß das Teil von Schleswig-Holstein erfasst ist. Mehr darf ich dazu nicht sagen. Aber wir wollen, dass es anonymisiert veröffentlicht wird, die Flächen. Und deswegen haben wir eine Anfrage gestellt. Ich habe die euch da verlinkt im Pad. Da wird auch gefragt, ob sie die genehmigen müssen, diese Anträge, oder ob sie widersprechen dürfen. Und wir haben ja politisch den Antrag gegen Bergrecht am Laufen. Und da wollen wir, dass die Kreise ein Widerspruchsrecht gegen Ausbeutung in ihrem Bereich bekommen. Und dadurch könnte man das auch zum Gegenstand von Bürgerentscheiden machen. Weil wenn die Kreise entscheiden, kann man es einen kommunalen Bürgerentscheid darüber machen. Eine Ergänzung dazu. Das Problem ist, wie gesagt, das Bergrecht. Und das sitzt hier bei euch in Niedersachsen. Das heißt, Niedersachsen entscheidet momentan über das, was bei uns passiert. Unser letzter Bundesparteitag hat dazu einen Beschluss gefasst und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Bergrecht abgeschafft wird und ersetzt wird durch... Umweltgesetzbuch. Das Umweltgesetzbuch, genau. Also auch da hätten wir eine echte Schnittmenge, um über die Ausschüsse zusammen piratische Front aufzubauen. Ja, willst du mit Ockruf weiter machen? Ja, mache ich mit Ockruf weiter. Das ist die Frage Windenergie bei uns in Schleswig-Holstein. Landesregierung will eine bestimmte Fläche ausweisen, hat sie auch getan, liegt aber über dem ursprünglichen Ausweisungsflächenbedarf. Und wir haben einen Naturpark Aukruch, wo gegen den Willen der Bevölkerung Windparks errichtet werden sollen und jetzt auch genehmigt wurden. Der Hammer für uns ist, weil wir wollen die Energiewende immer nur mit den Bürgern umsetzen, dass die auch einen Bürgerentscheid durchgeführt haben, aber die Fristen so eng waren, dass der nicht mehr wirksam geworden ist. Und deswegen arbeiten wir jetzt mit der Bürgerinitiative zusammen, haben gestern die 2. Anfrage dazu eingebracht, exemplarisch, und werden dann gemeinsam eine Begehung des Naturparks auch Kuch machen mit BUND und NABU, um deutlich zu machen, dass es eben auch Flächen gibt, die geschützt werden müssen weiterhin und nicht aus Profitinteresse von Procon zersiedelt werden dürfen. Ja, dann nehme ich die 3. Anfrage noch, Gesundheitsrisiken beim Energieleitungsausbau. Zum Hintergrund vielleicht, komischerweise ist die Energiewende bei uns im Wirtschaftsausschuss angesiedelt, aber wir arbeiten da ganz eng zusammen, weil es ja natürlich auch ein Umweltthema ist. Und ich habe ein Gespräch geführt mit einer Bürgerinitiative Westküste Trassenfrei, heißen die. Die sind nicht gegen den Leitungsausbau insgesamt, sondern sie wollen, dass erdverkabelt wird, dort wo Leitungen in der Nähe von Siedlungsgebieten verlegt werden. Und ich habe daraufhin mal recherchiert,
wegen gesundheitlichen Risiken, wenn man da so eine Hochspannungsleitung über dem eigenen Haus hat. Und tatsächlich wird im Süden von Schleswig-Holstein angedacht, Häuser zu überspannen direkt oder in ganz unmittelbarer Nähe davon. Und da gibt es offizielle Informationen vom Bundesamt für Strahlenschutz, wonach ab einer dauerhaften Magnetfeldbelastung von 0,3 bis 0,4 Mikrotesla bei Kindern ein erhöhtes Leukämierisiko beobachtet wurde. Und was meint ihr, wo der Grenzwert liegt in Deutschland? Wer will raten? Weißt du's? Nein, ich weiß es nicht, aber ich will fragen. Nee. Komm, ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich ein drüber liegt. Nein, bei 100. Mikrotesla. Bei 100. Die Schweiz zum Beispiel hat einen Wert von einem Mikrotesla. Das wäre noch ein vernünftiger Wert. Also es geht gar nicht. Und ich habe deswegen mal gefragt hier an das Ministerium, in welchem Abstand sie bauen wollen, welche Werte dann erreicht werden, ob sie für Abstandsflächen sind und wie hoch. Und das ist eine katastrophale Gesetzeslage hier bei uns in Deutschland. Eine Wortmeldung. Ja. Eine Frage tatsächlich, habt ihr euch mal erkundigt, wie war die Belastung bei Erdverkabelung? Weil ich jetzt, wenn ich nicht ganz falsch liege, die Information habe, dass die Belastung durchaus höher sein kann, wenn sie zu dicht unter der Erde liegen. Und das ist häufig wohl der Fall. Es kann höher sein. In dieser Studie, die ich hier in der Vorbemerkung zu Frage 2 verlinkt habe, vom BFS, da haben die mal konkret untersucht, die Magnetfeldbelastung von Leitungen und auch von Erdkabeln. Und da haben sie auch gesagt, worauf es ankommt. Aber wenn sie richtig verlegt sind, hast du keine erhöhte Belastung bei der Wohnbebauung. Aber es stimmt, dass es davon abhängt, ob das fachgerecht gemacht wird. Ne? Ich kann mich erinnern an den Vortrag von Michael Berndt, weil er sagte gerade Erdkabel, dass die Belastung also extrem nach oben geht. Direkt geht direkt oben drüber, oben genau, geht, ja, das ist das Problem. Genau, ja. Dann halt eben, wenn das Haus direkt drüber ist, hast du ein Problem. Ja. Ja. Ihr habt sicher auf dem Schirm, dass gegen die vorhandenen Trassen, bei denen die Kabel sowieso nach, ich glaube, 30 Jahren getauscht werden müssen, durchaus mit besseren Kabeln, mit hochtemperaturfähigen Kabeln, mit Keramikkernen austauschen kann, die doppelte Kapazität dann. Ist auch eine Möglichkeit, ja. Das stimmt. Wir haben dieses Thema Energieleitungsausbau und Bürgerbeteiligung nochmal auf dem Tagesordnungspunkt in der Diskussion mit euch nachher, nach der Mittagspause. Da können wir das nochmal diskutieren. Genau. Ich würde vorschlagen, wenn ihr zu den Punkten nichts mehr habt, dass wir in die Ausschussvorbereitung gehen. Ja. Da haben wir am Mittwoch den Innen- und Rechtsausschuss. Und da habe ich nochmal zwei Punkte rausgegriffen auf die Tagesordnung. Ich weiß nicht, ob du es ansprechen willst oder ich kurz vorkomme. Nee, fangen wir mal an. Ja. Da sind zwei Sachen auf der Tagesordnung. Einmal das Mitbestimmungsgesetz. Die Koalition will ja, dass es mehr Personalräte gibt, was an sich zu begrüßen ist. Aber es ist jetzt rausgekommen, dass wir das eventuell bezahlen müssen nach Konnexitätsprinzip, weil die Kommunen höhere Kosten haben dadurch. Und da ist natürlich die Frage, es ist im Landeshaushalt überhaupt nicht drin. Ne? Und dann haben wir jetzt das letzte Mal den wissenschaftlichen Dienst beauftragt zu prüfen, ob wir das wirklich bezahlen müssen, mehr Personalräte. Und da ist ein bisschen die Frage, wie wir uns positionieren, wenn sich das bestätigen sollte, dass es mehr kostet und das gar nicht im Haushalt drin ist, dann aus meiner Sicht können wir es ja nicht machen, wenn wir es nicht bezahlen können. Also es war gestern noch ein Thema auch im Finanzausschuss, okay. Die Summe, die ich irgendwie gehört habe, oder die mir mein Referent gesagt haben, waren irgendwie 90.000 Euro oder so. Ah, das können wir bezahlen, ja? Ja, das sind keine Millionen, das ist eigentlich eher im Vergleich zum Rest des Haushaltes echt ein Witz. Also, es ist so, dass wir uns ja schon ausgesprochen haben, dass wir für die Mitbestimmung sind. Und zwar ist das so, dass die Landesregierung wieder dahin zurückgeht, wo die alte Landesregierung gekürzt hat und die Mitbestimmung zusammengefasst hat und eigentlich den öffentlichen Dienst völlig entmündigt hat. Und deswegen haben wir gesagt, sind wir dafür. Man muss ja Folgendes wissen, diese 90.000 Euro, ich hätte so eine Zahl von knapp 100.000, betrifft folgenden Umstand. Es gibt dann Vorsitzende und ihre Vertreter, die je nach Stärke der Behörden freigestellt werden. Und das verursacht Kosten. Und sonst entstehen keine weiteren Kosten. Das ist aber auch jetzt schon der Fall. Und vor dem Hintergrund, dass wir mehr Mitbestimmung wollen und vor allen Dingen auch vor der Tatsache, dass so viel im öffentlichen Dienst in den nächsten Jahren 5.340 Stellen abgebaut werden, muss ein starker Personalrat vorhanden sein. Und da sind wir im Wort. Wir haben das mit den Gewerkschaften so besprochen. Und da wäre ich dann auch bereit gewesen, wenn es nicht nur ein geringer Betrag wäre, auch tief in die Tasche zu langen. Aber der wissenschaftliche Dienst soll erstmal feststellen, ob wir überhaupt Konnexitivität brauchen, weil im Prinzip ist das eine gesetzliche Verpflichtung, denn das Mitbestimmungsgesetz auf Landesebene entspricht ja dem auf Bundesebene und da gibt es also kein schlechteres Recht, darf es auch nicht geben und vor dem Hintergrund muss das nicht sein. Also deswegen ist ganz klar dafür, dass wir irgendwie vorbereiten. Also, weißt du, aus welchem Ansatz das genommen werden soll?
Aber das soll im Haushaltsplan abgedeckt sein. Ja? Ja, muss ja im Innenministerium sein. Das ist alles noch relativ im Rahmen. Okay, gut, aber dann können wir das quasi bezahlen. Das sind eigentlich eher so Kosten, die entstehen durch Fehlzeiten und Ausfallzeiten. Das sind die Kosten, die dadurch entstehen. Und das andere, was noch irgendwann Kosten entsteht, das ist halt für Fortbildungen und sowas. Aber das sind halt einen ganz normalen Fortbildungstitel mit drin. Und das sind halt einfach nur Ausfälle, die du kannst auch schwierig zu bemessen durch halt irgendwie, wenn jemand halt einfach mal, keine Ahnung, Fehlzeiten anmeldet aufgrund von solchen Tätigkeiten. Mhm. Okay, dann hat sich das ein bisschen relativiert, das Problem. Der zweite Punkt, der auf der Tagesordnung steht, ist demokratische Grundstrukturen bei Verwertungsgesellschaften. Das ist ja unser eigener Antrag. Wir wollen, dass die GEMA mal ein bisschen demokratischer gestaltet wird. Und ich habe mir jetzt mal die Stellungnahme der GEMA angeguckt, ob wir da noch Änderungen vornehmen müssen an unserem Antrag. Ich sehe es nicht so wirklich zwingend an, aber sie beanstandet den ersten Satz und den verstehe ich nicht ganz. Der Landtag lehnt die geplante Tariferhöhung der GEMA ab, solange nicht dafür gesorgt wird, dass auch Werke jenseits des Massengeschmacks angemessen vergütet werden. Kannst du das mal erklären, Torge, was damit eigentlich gemeint ist? Massengeschmack klingt komisch. Ich hätte auch Mainstream sagen können. Ja. Es geht halt darum, dass das GEMA-Tarifmodell halt, sehr stark darauf ausgelegt ist, die großen erfolgreichen kommerziellen Dinge zu vergüten, die kleinen, nicht erfolgreichen Nischenprojekte wie, keine Ahnung, Musik, die nicht Mainstream läuft, Gothic oder whatever, die werden vergleichsweise schlechter vergütet. Das bestreiten die. Die GEMA bestreitet vieles. Also, es fängt ja schon an, das muss man sich einfach mal logisch vorstellen. Wenn du dir halt einfach so dieses Demokratiekonstrukt in der GEMA ist ja so, dass halt nur ordentlich Mitglieder werden, die wirklich einen gewissen Umsatz machen und wirklich viel Platten verkaufen. Das sind diejenigen, die entscheiden über irgendwie die Tarifvergütung. Glaubst du, dass die so entscheiden würden, dass wirklich alles fair und gerecht verteilt wird? Dass auch wirklich Nischenprodukte, ich meine, das ist ja schon teilweise das Problem, dass teilweise Bands, die bei Aufführungen spielen, dass die teilweise GEMA-Gebühren nicht mal wieder reinspielen. Dass sie mehr GEMA zahlen, als dass sie halt irgendwie wiederbekommen hinter von der GEMA. Das erkennst du ja auch schon an der Erfassung, wie erfasst wird, welche Titel wie verteilt werden. Die hatten ja genau. Hitboxen in Diskotheken, aber auch auf kleinen Konzerten wird das teilweise gar nicht erfasst, was da gespielt wird. Die Tarife sind nicht das Problem. So hoch. Das ist halt, wie gesagt, du hast auch Diskotheken, da sind, glaube ich, in keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Blackboxen die da haben, die das aufzeichnen und sonst wie, aber dann wird halt immer das Gleiche und im Mainstream gespielt. Die sind nicht aber wenn du dann irgendwie auf der Gothic-Party, da steht nicht auf so einer Box oder so. Oder auch irgendwo ausgewählte Radiosender. Also, es ist dieses ganze Berechnungsvergütungsmodell ist eigentlich darauf angelegt, dass eigentlich nur Mainstream-Musik auch reduziert wird. Hm. Wolltest du was sagen, Sie? Das könnten wir jetzt, glaube ich, noch lange ausführen, warum das mit der GEMA schief ist, aber. Ich glaube, wir haben gerade nicht mehr so viel Zeit, oder? Ja, das stimmt. Aber was Sie auch beanstanden, ist, dass wir das verknüpfen mit der Tariferhöhung und dass beides nichts miteinander zu tun hätte. Was? Denn wir sagen ja mit dieser Formulierung, dass wenn die GEMA Werke jenseits des Massengeschmacks angemessen vergütet würde, dass wir dann damit einverstanden wären mit dieser Tariferhöhung, die ja jetzt gerade die Clubs ziemlich bedroht quasi. Ne? Ist das nicht ein bisschen problematisch, das so zu formulieren? Die ist ja schon wieder so ein bisschen auf Eis gelegt. Kommt ja nicht mehr so. Ist in der Schlichtung drin, ne? Ja, ungefähr ein Jahr. Richtig, also das war ein Thema, was wir in der Sächsischen Wahlkampf tatsächlich auch mit der Verbund, wer ist der nochmal? UNO. UNO GEMA. Mit der Verbund tatsächlich mal durchgesprochen haben, die waren auch. DEHOGA, DEHOGA, genau. Und die waren auch sehr positiv in dem Bereich. Und ja, ich denke mal, das wurde aus taktischen Gründen dann kurz vor der Wahl jetzt abgesägt, ja. Um das gar nicht erst hochkochen zu lassen. Ja. Also es kann sein, dass wir da im Ausschuss noch Änderungen zustimmen müssen, weil um eine Mehrheit zu kriegen. Ne? Ja, wann ist das morgen gehen? Nee, am Mittwoch ist das. Vielleicht willst du damit reinkommen. Wenn du ja, vielleicht sagen wir mal mit. Ja. So, jetzt haben wir den Umweltausschuss. Ja, also das Erste ist das Wichtigste für uns. Fracking, Gespräch mit einem Vertreter des Bergbauamtes in Clausthal-Zellerfeld. Und dann die Beratung unseres Antrages. Es ist also so gelaufen in der letzten Sitzungswoche im Plenum, dass alle Fraktionen überfraktionell sich kritisch geäußert haben, was Fracking betrifft, aber die Notwendigkeit, nämlich dieses Bergrecht entweder abzuschaffen oder zu ändern, das haben wir allein beantragt. Und dieser Punkt ist abgetrennt worden von der gemeinsamen Entschließung und in die Ausschüsse überwiesen worden. Ich muss dazu noch kurz sagen, während der Sitzung war noch der Ansatz, zu versuchen, alle auf diesen Antrag gemeinsam draufzubringen, auf unseren. Und die Koalition hätte das sogar gemacht. Das heißt, die sind eigentlich dafür.
Nur, dass du weißt, wo die Fronten dafür laufen. Also da denke ich, werden wir eindeutige Signale schon setzen können. Ich habe euch das mal verlinkt. Ich habe gerade gesehen, ich kann es nicht öffnen. Tut mir leid, habe ich irgendwas falsch gemacht gestern Abend. Bei uns im Landtag sind all diese Tagesordnungen öffentlich. Und auch alle Drucksachen, die da beraten werden, sind aktiv. Das heißt, jeder von außen, der die Zeit hat, kann sich da durchklicken. Das ist der Antrag, ja. Ja, genau, das ist er. Und die Erfahrung ist aber, dass diese Art von, also du brauchst wirklich um eine Ausschusssitzung, ohne dass du Zugang zum Landtag hast, nur über Internet vorzubereiten oder zu gucken, was machen die da, das ist vollkommen unrealistisch. Das können nur Fachleute machen, wenn sie irgendwie genau wissen, okay, das ist auf der Tagesordnung. Was neu ist, seitdem wir in der Fraktion sind, im Landtag sind, dass die öffentlichen Ausschüsse auch im Veranstaltungskalender der Kieler Nachrichten eingetragen werden. Und der Veranstaltungskalender Politik steht dann da, öffentlich Umweltausschuss und sowas alles. Das finde ich ganz schön. Ja, ist gut, ja. Ansonsten haben wir einen Entwurf eines Gesetzes zum Tierschutzverbandsklagerecht zur Beratung. Wir werden wie alle Ausschüsse den Antrag Koalition gegen Diskriminierung besprechen und positiv zurückverweisen, damit er im Plenum abgestimmt wird. Besprechen meistens heißt, haben wir den Bericht alle gelesen, ja, alle abfällig. Das heißt besprechen im Ausschuss. Na, bei Umwelt ist das nicht immer so. Das müssen wir zusammen vorbereiten, ja. Höhe der Ausgleichsforderung für den Fehmarn-Belt-Tunnel. Und wir bekommen dann durch Robert Habeck, den Energiewendeminister, einen Bericht natürlich zur Energiewende. Ein Punkt, der neu drauf ist und von der Koalition selber kommt, ist Verbreitung und Gefahren durch das Pflanzengift Glyphosat in der Nahrung. Das konnte ich noch nicht recherchieren, aber wir haben eine Vorbereitungssitzung und werden uns da eine Meinung bilden. Das ist das Wichtigste. Wie gesagt, alle Fraktionen hätten den Antrag der Piraten übernommen. Woran ist es gescheitert? Wir haben das jetzt falsch gemacht. Zu Fracking? Ja. Das war ein Kompromissantrag, nur wir haben gesagt, wir wollen einen Ergänzungsantrag dazu. Und deswegen haben wir den Kompromissantrag, den haben wir mit eingebracht, auch abgestimmt. Ja. Und unser Ergänzungsantrag zum Bergrecht, der ist überwiesen worden. Das ist ein gutes Zeichen, wir hätten es auch abnehmen können. Aber es waren alle einverstanden, dass wir jetzt in die Fachberatung gehen und einer von eurem Bergamt auch in den Ausschuss kommt und berichtet. Also zur Erklärung, dieser Antrag ist bis zu Ziffer 4 gemeinsam von allen Fraktionen und auch schon verabschiedet worden im Plenum. Und zu der Ziffer 5, das war das, wo wir darüber hinausgegangen sind. Wir wollen nämlich nicht nur bla bla gegen Fracking, sondern auch, dass Anträge auf Erteilung von Erlaubnissen schnellstmöglich veröffentlicht werden. Bisher sind die ja nicht öffentlich. Und b, dass die betroffenen Kreise ein Widerspruchsrecht bekommen. Und da wäre die Koalition mitgegangen, aber die Opposition nicht auf die Schnelle. Und deswegen haben sie gesagt, geben wir es erstmal in den Ausschuss. Und müssen wir halt jetzt versuchen, die noch mit ins Boot zu holen. Ne? Genau. Ich glaube, sie wollen das interfraktionell machen. Ich habe noch einen Tagesordnungspunkt von Umweltausschuss, da geht es um das Oberflächenwasserabgabegesetz. Ja. Und da will die FDP die Einnahmen aus dieser Oberflächenwasserabgabe anders verteilen. Und zwar so, dass die Umweltverbände mehr bekommen sollen und das Land weniger. Das ist natürlich schön und gut, aber ich sehe keine Gegenfinanzierung. Also aus meiner Sicht ist der deswegen Populismus, dieser Antrag. Der ist Populismus und die FDP diskutiert auch, ob sie ihn wieder zurückgeben. Ja, der hat echt keinen Sinn. So, dann haben wir Wirtschaftsausschuss. Ach so, da sage ich mal was dazu, obwohl da Torge reingehen wird. Ich habe dir hier ein paar Sachen eingetragen, Torge, da kannst du dich so ein bisschen dann langhangeln am Mittwoch dann, ne? Da gibt es vor allem die mündliche Anhörung zum Tariftreue- und Vergabegesetz. Ach, Juro. Ja, das ist da, wo ich leider im Ältestenrat gleichzeitig bin. Und mal kurz erklären, es geht um Mindestlohn. Ja, genau. Es geht um Mindestlohn, es geht darum, dass das Land bei seinen eigenen Aufträgen eben jetzt Sozialstandards, Umweltstandards einziehen will. Und die haben ein Gesetz aus NRW einfach kopiert und abgeschrieben. Und eigentlich vom Grundsatz her finden wir es gut, dass Mindeststandards eingezogen werden, aber es muss halt auch praktikabel sein. Und inzwischen hat sich herausgestellt, dass selbst in NRW selbst die irgendwie eine 80-seitige Verordnung verabschieden mussten, die das erstmal erklärt hat, was damit eigentlich gemeint ist, dass es sehr unpraktikabel ist. Problematisch ist auch, dass irgendwie Durchsuchungsbefugnisse bei den Unternehmen, um Unterlagen zu kontrollieren. Und da habe ich dir so ein paar Fragen aufgeschrieben, Torge, wie du da anstellen kannst in der Anhörung.
Aber du kennst dich ja auch aus. Torge ist ja selbst aus einem Unternehmen und ihr habt auch öffentliche Aufträge schon gemacht. Das qualifiziert mich ja. Doch, das kennst du. Ich war selbst mal in einem Unternehmen, im Gegensatz zu dir, ja. Jo, und dann habe ich noch einen Punkt, den ich mit euch diskutieren wollte. Das betrifft den Antrag Anonymität im Internet. Da ist unter anderem drin vorgesehen, dass wir wollen, dass Internetinhalte zukünftig nur noch gelöscht werden müssen von Anbietern, wie zum Beispiel Hostern, wenn eine richterliche Anordnung vorliegt. Zumindest eine einstweilige Verfügung. Und das stößt auf Widerstand bei der Koalition, weil die sagen, der arme kleine Bürger, der irgendwie keine Ahnung hat und jetzt beleidigt wird im Internet, das ist viel zu umständlich für ihn, zu Gericht zu gehen und seine Verfügung zu erwirken. Ich finde das nicht, weil jeder kann beim Gericht, bei der Geschäftsstelle so eine einstweilige Verfügung beantragen, bekommt auch Prozesskostenhilfe dafür. Die schlagen als Alternative aber vor Notice- und Takedown-Verfahren. Das heißt, wenn der Provider eine Anzeige kriegt, da ist was rechtswidrig, dann gibt er dem Autoren dieses Inhalts Gelegenheit zum Widerspruch innerhalb von, was weiß ich, 24 Stunden. Wenn er nicht widerspricht, wird es gelöscht. Und das halte ich deswegen für problematisch, weil bei anonymen Inhalten, die wir ja auch wollen, um Meinungsfreiheit zu befördern, könnte keiner widersprechen. Und deswegen frage ich mich, ob wir uns darauf wirklich einlassen wollen. Ich meine eigentlich nicht. Eine mögliche Kompromisslösung könnte so aussehen, dass bei anonymen Inhalten anstelle des Autors zum Beispiel ein Beauftragter für Meinungsfreiheit informiert wird und widersprechen kann, zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte. Ja, ich weiß nicht, wie ihr das seht, wie wir uns da positionieren sollen. Ich bin eigentlich der Meinung, wenn nur Notice und Takedown mehrheitsfähig ist, dass wir den Punkt lieber ganz rausnehmen, weil ich das für problematisch halte, weil dann anonyme Inhalte immer gleich gelöscht würden, weil niemand widersprechen kann. Was meint ihr dazu? Ja, du hast doch ganz viele Effekte, wenn die Leute, ich sag mal, durchaus unangenehmen Kram publizieren, dass ich glaube, eher nicht so schnell ein Widerspruch kommen wird. Mhm. Also, das ist auch ein Problem. Ja. Auch wenn die Leute sich einfach mit dem Recht nicht auskennen, was ihre Rechte sind, was zum Beispiel, wie weit Meinungsfreiheit geht und wo sie aufhört. Wenn dann irgendwie der Provider sagt, hey, wir haben hier gerade einen Brief mit 5 Anwaltssiegeln oben drauf gekriegt. Du meinst, wir sollten das ablehnen, selbst wenn der Autor identifizierbar ist? Ich glaube, auch das ist ein Problem, einfach weil die Leute auch ganz schnell sehr stark eingeschüchtert sind. Hm. Also wird mir so gehen. Vor allen Dingen so eine Fristnotice and Takedown kannst du nicht von jedem Bürger erwarten, dass er, wie wir, ständig E-Mail checkt und sonst was macht. Hm. Also, weil es gibt ja keine Verpflichtung dazu, das zu tun. Ja, ich meine, selbst bei uns, wir kriegen so viele E-Mails rein, dann kommt da plötzlich so eine automatische Notice and Takedown-Mail, die landet dann irgendwo im Spamfilter oder im Absender kenne ich nicht Ordner. Hm. Und wenn man das schriftlich machen würde? Ja. Es ist ja das im Prinzip das Gleiche, ob du einfach gebeten wirst, etwas runterzunehmen, und wenn du nicht gebeten wirst, dann wirst du verklagt. Das ist ja sozusagen der freundliche Weg zu einer Abmahnung. Wenn du was auf seiner Homepage nicht haben möchtest, dann schreibt sich der andere freundlich an, setzt dir eine Frist bis zum so und so viel, dass du das dann bitte runternehmen sollst, und wenn nicht, dann fängt er an, dich zu verklagen. Das ist ja der aktuelle Weg, wie das mit nicht erwünschten Inhalten im Internet laufen sollte, wenn man nicht gleich abgemahnt wird. Und da finde ich dieses Verfahren doch humaner, als wenn man jetzt gleich ein Gerichtsurteil erwirken muss oder jetzt gleich abgemahnt wird. Also ich finde diese Regelung durchaus in Betracht ziehbar mit Notice und Takedown. Das ist die große Frage, was man bei anonymen Inhalten macht. Also was man auf jeden Fall nicht machen sollte, ist den Hoster fragen, weil der damit überhaupt nichts zu tun haben soll. Weil teilweise ist es ja so, ja, ihr habt Kinderpornografie auf eurem Rechner und der Hoster muss sich angucken, ob das jetzt irgendwie Darsteller sind oder ob das richtige Kinderpornografie sind. Das will man keinem Hoster zumuten. Mhm. Das ist auch absolut eine Aufgabe, die den Hoster nicht machen muss. Aber genau darum geht es ja in dem Antrag. Ja. Es geht ja in dem Antrag genau darum, unter welchen Voraussetzungen Hoster verpflichtet sind, was zu prüfen und runterzunehmen. Und wir haben ja deswegen eine richterliche Anordnung gefordert, damit die Hoster von der Prüfung entlastet werden. Damit das Gericht schon vorher prüft, ist das überhaupt rechtswidrig. Meinst du, dass sie das prüfen? Es geht bei diesem Punkt gar nicht darum, wenn du selbst angeschrieben wirst. Das ist gar nicht Gegenstand des Antrags. Es geht nur um die Hoster. Was meinst du, Uli? Meinst du, dass sie das ordentlich prüfen? Ich meine, die Gerichte? So ähnlich wie jetzt die Datenrausgabe bei diesen Urheberrechtsverletzungen? Ja, die Voraussetzungen sind ja halt immer gegeben, weil die so niedrig sind, weißt du? Also, was ich meinte, ist, dass du in dem Zweifelsfall, bevor du den Hoster anschreibst, den Besitzer der Homepage direkt anschreiben kannst. Und wenn der Besitzer der Homepage dem Hoster widersprechen muss, dass er das löscht, dann kannst du auch gleich den Besitzer anschreiben. Und wenn der reagiert. Wenn er bekannt ist, ne? Ja, wenn er bekannt ist.
Okay, also ich würde mal sagen, ich verhandle mal mit denen. Wir haben auch darüber gesprochen, Wolfgang, dass wir eine mündliche Anhörung nochmal machen zu dem Punkt. Und da versuchen wir noch ein bisschen Backup zu kriegen für unsere Lösung und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. So, jetzt ein Punkt im Ältestenrat. Unsere Laptop-Regelung läuft aus. Wir haben ja darauf bestanden, dass die auf ein halbes Jahr nur befristet wird, weil wir uns unsicher waren, ob sie gut ist. Da stehen solche Sachen drin, wie jeder Sitznachbar kann widersprechen, wenn er gestört sich fühlt. Bisher hat es allerdings keiner gemacht. Man könnte das in zwei Richtungen argumentieren. Entweder man könnte argumentieren, deswegen wollen wir eine Komplettfreigabe, weil es eh keiner sich gestört gefühlt hat. Oder man könnte sagen, deswegen können wir damit leben, weil es eh in der Praxis sich nicht auswirkt. Weiß nicht, wie ihr das seht, Sven. Also da wir jetzt mehrfach im Plenum beobachtet haben, dass sogar eine Ministerin jetzt mit Laptop im Plenum saß und dass auch immer mehr Politiker aus Reihen der SPD und der CDU mit Laptop im Plenum sitzen, nachdem wir die Regelung erwirkt haben, würde ich sagen, wir können durchaus den Kurs, den wir jetzt gefahren haben, weiterfahren. Also ich bin nicht dafür, dass wir jetzt nochmal aufheben schaffen unter dem Motto, wir wollen eine komplett andere Regelung. Und ich glaube, die Regelung hat sich bewährt, die wir bis jetzt getroffen haben. Ich würde vorschlagen, dass du im Ältestenrat freundlich fragst, ob wir diese fühlt sich gestört Regelung streichen ersatzlos und wir bieten dafür an, dass wir da nicht laut die Sieg trommeln. Nee, das passt, würde ich nicht nochmal aufmachen. Das würde ich auch nicht aufmachen. Ja. Keine Schreibmaschine. Also ich glaube, wir haben da können eindeutig die Schiene, die wir jetzt haben, weiterfahren. Das ist auch ein Kompromiss von uns, weil wir da auch ordentlich auf den Deckel für gekriegt haben. Und ich glaube nicht, dass wir das Fach nochmal aufmachen. Ja, aber im Moment hängt ja auch im Moment noch, ich sag mal, in der Luft, dass wir das nur auf Zeit zugestimmt haben. Ja, aber dann müsste man eher im vertraulichen Gespräch mal gucken, ob nicht einer von den anderen vorschlägt, aufgrund der positiven Erfahrungen, dass es keinen gestört hat und auch die Minister Laptops benutzen, dass man vielleicht auf diesen Satz verzichten kann. Das klingt doch nach einer guten Idee. Das würde ich nämlich auch vorschlagen wollen. Ja, was Angelika sagt, wäre so meine Idee gewesen. Das Zauberwort der Kongruenz in der Juristerei. Das heißt, wenn man stillschweigend einverstanden ist, dann etabliert sich etwas. Und das ist bei uns passiert und es hat sich also gerne bewährt. Niemand hat jemand anderen gestört und es hat sich auch niemand gestört gefühlt, sodass wir uns alle insgesamt, die Passiven, die Aktiven sind, nutzen, nämlich die, die nebenbei sitzen, genau wie wir, korrekt verhalten haben und eines Abgeordneten noch würdig verhalten haben. Und dann ist das entbehrlich, diese Störerklausel da drin zu haben. Da kann man es auf Dauer anlegen. Okay, also das heißt, ich versuche mal, ob die anderen damit einverstanden sind, das zu streichen. Aber wenn nicht, machen wir auch eine Verlängerung mit. Patrick, wir schnacken nochmal. Okay. Ich habe da eine Idee. Okay. Nee, wir schnacken mal, wenn das schnacken wir ja alle. Das möchte ich nicht nochmal, dass es irgendwas gibt, was also so spektakulär ist, wie wir nicht alle wissen. Ich wollte genau das machen, was Angelika gerade vorgeschlagen hat. Jemand anders soll das vorschlagen. Ja. Darauf kann man ja hinwirken. Genau. Das wäre eine Möglichkeit. Cool, wenn so. Das wollte ich so nicht sagen. Nein, vielleicht sollten wir mal mit uns wohlgesonnenen Fraktionen vorhin nochmal drüber reden. Ja, gut, darauf wollte ich hinaus. Ja, da kannst du auch mit Rasmus. Ja, lassen wir das ja jetzt in der Einzelheit. Intransparenz. So, jetzt haben wir Finanzausschuss zu sagen. Nee, da war noch was anderes eben. Ach so. Da war noch, diese Geschichte, weil ich die nicht kannte, diese mit Energiearmut und Heizkostenzuschüssen, weil das wäre sozial, das ist ja meine Baustelle und ich kenne die Einladung nicht. Meinst du, die Bürgerbeauftragte? Das haben wir unter anstehende Termine verschoben, Wolfgang. Soll ich an der Stelle was dazu sagen? Ist im Pad schon verschoben. Da kommt es hier. Nee, wir machen erst noch Finanzausschuss, Torge. Da wolltest du noch den Einzelladenden fragen, ne? Das hat Uli angeschrieben, glaube ich. Das habe ich eingetragen, genau. Also. Ich hatte das ja vorhin schon mal einmal angerissen. Das wird ein Workshop zum Thema barrierefreier Haushalt, also Open Data Haushalt geben. Und an der Stelle die Frage, Torge hat da schon ein Pad eingerichtet, wen sollen wir benennen? Das Finanzministerium hat uns darum gebeten, eine lange Liste mit Leuten, die Ahnung von dem Thema haben, zu übergeben, damit sie die alle einladen können. Also das ist dann durchaus ein Aufruf ins Publikum. Patrick, du kannst auch so kommen. vielleicht uns gleich im Nachgang noch ein paar Namen und Organisationen zu nennen, die euch einfallen, die da konstruktiv was zu beitragen können. Schlag vor, die Leute von offenen Haushalt zu benennen. Offenerhaushalt.de, kennst du das? Ich glaube, die hat Torge schon eingetragen. Okay. Habt ihr noch andere, den man nennen könnte? Können wir sonst auch im Nachgang machen. Also es gibt Punkte. Ich habe Sven Thurm, sowohl DEK aus Computer Club, Professor Dr. Jürgen Lücke, das ist ein Data. Rechtler, dann Matthias Schindler, Wikimedia, SAP sollte man fragen, weil die ganze IT des Finanzministeriums auf SAP läuft. Dann Sven Wacker hat sich angeboten, ist ehemaliger Mitarbeiter des Finanzministeriums Schleswig-Holstein, der auch in dem Thema mit drin ist. Dann warst du das hier, Uli, noch ein paar Sachen reingeschrieben. Ja, ich habe noch Michael Kiel. Schreibt noch jemand rein, also die Liste wird lang.
Also ich habe noch Michael Kreil von Open Data City aufgeführt und dann noch ein paar andere Sachen, sowas wie Forum von Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Cool. Oder Digital Courage. Das ist ein Bindi oder ist das? Also das mit den Leuten vom Bundesweg. Den habe ich schon. Das ist Friedrich Lindenberg, von der habe ich auch noch auf der Liste. Den kenne ich, der ist ganz oben auf der Liste. Also wenn euch noch Leute einfallen, hier ins Pad schreiben oder uns mailen. Genau. Am besten, ne? Weiter. Ja. So, anstehende Termine. Zunächst nochmal die Bitte, dass ihr euch dieses Besuchergruppen-Pad mal anguckt und dass wir das vielleicht ein bisschen aufgeteilt kriegen, weil gerade bei Schulen, die sind immer sehr interessiert, speziell an uns Piraten. Und das ist dann schade, wenn davon keiner von uns da Zeit hat. Das Problem bei diesen Besuchergruppen ist nur teilweise, die finden während der Plenarsitzung statt, damit die Besuchergruppe mal eine Plenarsitzung live sehen kann. Und das ist aber doof, wenn wir dann in der Plenarsitzung nicht vollständig und sitzen, weil dann das Bild aufkommt, dass die Ränge während der Plenarsitzung nur halb voll sind. Deswegen sind wir immer ständig in dem Konflikt, gehen wir aus der Plenarsitzung und besuchen eine Besuchergruppe und erzählen ihnen was, oder sitzen wir im Plenarsaal und verfolgen die Plenarsitzung, was eigentlich ja unser Auftrag ist. Aber Sven, es sind nicht alle während der Plenarsitzung. Genau. Wir haben gesagt, gerade weil wir nicht zu diesen Plenargruppen gehen, versuchen wir die anderen ein bisschen durch abzudecken. Ne? Genau. Also das wäre schon ganz gut, wenn ihr da mal reinguckt. So, und dann haben wir den Termin mit der Bürgerbeauftragten. Genau. Wolfgang, du hast vollkommen recht. Die Diskussion ist entstanden über die Pressemitteilung, ich habe das hier auch verlinkt, wo sie öffentlich aufgefordert hat, den Landtag schnellstmöglich Anfang des Jahres 2013 über einen Heizkostenzuschuss zu diskutieren. Bei uns läuft das unter dem Stichpunkt Energiearmut. Und wo es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen gibt, ob das richtig ist, also Heizkostenzuschuss oder in anderer Form EEG-Änderungen und so weiter und so fort. Deswegen ist meine Idee, weil wir haben mit dem Datenschutzbeauftragten gesprochen, mit dem Flüchtlingsbeauftragten, das sollten wir unbedingt machen, dass wir die Bürgerbeauftragte einladen, um ihre Sichtweise, also generell natürlich in ihrer Funktion, und dann aber auch genau zu diesem Punkt, damit wir mit der AG auf Landesebene oder vielleicht auch Bundesebene konkret diskutieren können, welche unserer Forderungen dann die richtige ist. Also ich denke, es geht rein in den Energiebereich, EEG-Änderungen, die sowieso diskutiert wird. Und wir produzieren da auch gerade eigene Modelle, die überhaupt noch nicht praktisch ausprobiert sind. Das wäre der erste Schritt. Auf jeden Fall. Also ich habe die Bürgerbeauftragte auf dem Treffen der Petitionsausschuss Vertreter und der Bürgerbeauftragten getroffen und die hat einen riesen Karton mit Sachen, die uns noch geben wollte. Ja, die hat bis zu 4000 Anfragen. Hatte eh noch vor, die einzuladen. Ich würde auch vorschlagen, dass wir dann einen längeren Termin machen und nicht nur eine Stunde, dann eventuell zwei Stunden mit Pause. Genau. Weil ich glaube, das lohnt sich. Also die Überschrift war hier: Bürgerbeauftragte will bezahlbares Wohnen. Breitner hat das nicht unterstützt. Der hat sich davon distanziert und gesagt, er würde sich eher dafür einsetzen, also jetzt diese Energiesparmaßnahmen in Gebäuden und so weiter und so fort, weil das dann allen zugute kommt. Deswegen ist die Bürgerbeauftragte da echt wichtig für uns. Also ich weiß, dass die SPD auf Bundesebene überlegt, ob sie den Heizkostenzuschuss wieder einführt. Darüber könnte man natürlich reden, aber auf Landesebene ist halt immer das Finanzproblem. Ne? Genau. Ja. Ich habe einen Terminvorschlag. Mhm. Dienstag, den 29. Januar um 13 Uhr vor der Fraktionssitzung. Ja. Sollen wir eben in Zarafa rein? Petitionsausschuss. Ja, aber bis wann? Der geht von 10 bis eingetragen 12, aber der geht auch gerne mal bis 13:30. Moment. Viele Petitionen. Ich bin gleich soweit. 29. sagst du? 29. Januar. Ja, dann vielleicht auf 17 Uhr? Dann machen wir es auch während der Fraktionssitzung. Ist doch viel besser. Sind beide da. Ja, wir brauchen halt auch ein bisschen Zeit immer für unsere Fraktionssitzung. Ja, 17 Uhr ist doch hier eingetragen, Fraktionssitzung. Ich kann da nicht. Du kannst ja gar nicht. Das ist mein Kliniktermin. Also ich kann aber nicht zusagen, dass ich da bin. Was und ist bei dem Thema Montagabend? Dabei sein. Ist also okay. Den 28. Da habe ich einen Mammel von allen Familien- und jugendpolitischen Sprechern. Ja, der geht nur bis 17 Uhr. Warum können wir es denn nicht tagsüber Montag machen? Können wir doch vormittags machen. Oder davor, 13 Uhr? Wie sieht das aus, 13 Uhr? 28. Ja, genau. Könnte ich. Okay, okay, dann machen wir das da, ja? Wer kann einladen? Ich. Okay. Willi lädt da ein. Wir haben so einen. Achso, und lädst du dann auch die Bürgerbeauftragte, oder würdest du das machen, Angelika? Hm? Also ich dachte, wir reden gerade über die Bürgerbeauftragte. Nee, ich meine, wer dann sie auch einlädt. Wer fragt die Bürgerbeauftragte, ob sie auch Zeit hat?
Ja, dann machst du bitte beides, sonst kommen wir durcheinander. Kannst du das übernehmen? Ich würde das gerne begrenzen, weil ich muss um 16.30 Uhr in Neumünster sein. Klar, länger als eineinhalb Stunden oder so. Ja, die hat viel zu tun, genau. Und die hat ja auch so einen Rundreiseplan. Kann gut sein, dass wir da nochmal suchen müssen. Okay, Uli lädt ein. Ja, dann wollte ich nur nochmal ansagen, unsere nächste öffentliche rotierende Fraktionssitzung am 12. Februar ist jetzt bestätigt worden. Das heißt, in Heide sind wir da eingeladen worden vom dortigen Landrat. Der lässt uns auch seinen Kreissaalraum da benutzen, wird uns auch wahrscheinlich persönlich begrüßen. NDR hat schon gesagt, der will kommen, also das wird eine schöne Sache. Mit den Piraten vor Ort, die sind ja auch im Kommunalwahlkampf gerade, die wollen da auch antreten zum zur Kreistagswahl, von daher, ja, das wird eine schöne Sache. Kannst du das Datum nochmal sagen? 12.02. um 18 Uhr. Mhm. So. Dazu müsste dann auch eine Einladung raus. Okay, dann muss ich das noch, dann mache ich das. Und den letzten Punkt, den ich noch habe, Finanzen interner Personalien. Die Verbraucherzentrale hat einen Beirat, in dem jede Fraktion vertreten ist und hat mich gefragt, ob ich als Mitglied des Wirtschaftsausschusses und auch sonst im Verbraucherschutz engagierter für die Piraten rein will. Go for it. Ja? Do it. Alles klar. So, ich bin hier richtig stolz auf uns. Wir haben noch 2 Minuten bis 14 Uhr. Habt ihr noch einen Tagesordnungspunkt? Mittagessen. Ansonsten dürfen wir in 2 Minuten Schnitzelausschuss zu essen. Um 14.30 Uhr geht das mit unserer Diskussion dann weiter. Willst du für den 12. dann auch noch einen Termin eintragen? Ja. Bei euch da. 5.3. bei uns, ja. Patrick, kannst du dann auch deine Klasse eintragen? 5.3. 5.3. Dienstag, 5.3. Auf Dienstag oder Schwarzenberg zum Ausland. Okay. Aufstellung? Nein. Nee.